So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LTS. Ich bin nicht Danny und Danny wird es das auch die nächsten 2 Wochen, theoretisch mit dieser Woche sogar 3 Wochen nicht sein, aber ich bin dennoch nicht alleine und zwar, jetzt müssen wir mal kurz gucken, weil ich bin ja mit der Campfetch, aber Jan ist auf jeden Fall schon mal da, der funktioniert und richtig. Funktioniert ja nicht, das ist Niklas, ich bin verwirrt, die sind falsch rum drin. Niklas ist da, der ist momentan auf der falschen Seite, aber er kann sich schon mal vorstellen, in der Zeit versuche ich das zu fixen und auf der anderen Seite. Es fehlt noch Jan, der kommt gleich dazu, der von Miesmuschel. Aber bitte erstmal Niklas, stell dich einmal vor, wer bist du eigentlich? Wir kennen dich gar nicht. Ja, ihr kennt mich tatsächlich nicht. Ich bin Niklas, Gamertag SL Unknown. Vielleicht hat man den eher schon mal gehört. Ich bin Head of Community bei den German Monkeys. Das heißt, ich bin derjenige, der das ganze Community Management anleitet, koordiniert, Aufgaben verteilt, was man halt alles in der Führungsposition nicht tut. Gleichzeitig bin ich aber auch als, ja, Volunteer nennt sich das. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Praktikanten. Darunter kann man sich vielleicht eher was vorstellen. Im Administrationsteam der Prime League. Da kümmere ich mich dann um Support-Tickets. Falls es Regeländerungen gibt, beraten wir die zusammen. Falls es Beschwerden gibt bezüglich Toxicity oder ähnlichem, beraten wir das im Team. Beim Offline-Finale am Samstag werde ich wahrscheinlich sogar mit auf der Bühne als Stage-Referee stehen. Das, ja, sowohl als Community-Manager als auch im Administrationsteam der Prime League ist man so ein bisschen das Mädchen für alles. Sehr schön. Und dann haben wir auch noch Jan dabei. Den kennt man vielleicht bei uns so ein bisschen von den Miesmuscheln. Jan, stelle ich gerne einmal vor. Servus, ich bin Jan, ich bin 23, ich studiere E-Sport Management. Jetzt auch im fünften Semester, habe gerade Prüfungen hinter mir. Und ich bin bei den Maniac Miesmuscheln jetzt als Spieler, davor so als Manager und vielleicht auch bald bei dem einen oder anderen Event. Mal schauen. Sehr schön, genau. Ja, wie gesagt, Danny ist momentan im Urlaub. Der hat sich die Zeit genommen, mal nach, was sind das jetzt, 16 Folgen mit uns, dass er mal einfach sagt, da muss er entspannen, da geht er mit seinen Pfadfinder-Jungs mal ein bisschen los. Das soll uns aber nicht daran hindern, über League of Legends zu reden. Und wie ihr schon gehört habt, Niklas hat definitiv ein bisschen was auf jeden Fall drauf, auch definitiv ein bisschen Insights, die wir als Maniac vielleicht aus unserer Position als doch kleinere Orga nicht kennen. Ja, ansonsten, Niklas. Grundsätzlich vielleicht einmal schnell auch schon mal in deine Richtung so ein bisschen, damit wir gleich auch übergehen zu den Fragen, aber um dich noch mal so ein bisschen kennenzulernen, wie bist du denn dadurch jetzt quasi in die Richtung Prime League gekommen? Wie bist du zu German Monkeys gekommen? Und ja, wie hat sich das bei euch entwickelt, dass da so die Richtung dann hingegangen ist für dich und dass du auch beispielsweise vielleicht immer noch bei denen bist? Kann ja auch sein, dass es total schlimm ist und du jetzt sagst, morgen bist du eigentlich gar nicht mehr da. Ja, also angefangen hat es damit, ich habe mit League Ende 2016 angefangen, als ich endlich mal auch einen Computer hatte. Das war bis dahin alles für mich neu. Zu meinem 16. Geburtstag habe ich mir einen geholt, einen Laptop damals. Dann hat mich, das war Anfang 2018, mein Großcousin tatsächlich angeschrieben, der in der Amateurliga ein Team hatte. Den hatte ein Toplaner gefehlt. Das war dann meine erste kompetitive Erfahrung und Ende 2020 durch Studium habe ich eine Gruppe kennengelernt, mit der ich ein neues Team aufgebaut habe. Mit diesem Team sind wir dann auch den German Monkeys beigetreten. Die hatten uns angeschrieben. Wir dachten uns, klingt gut, gucken wir uns mal an. War dann auch gut. Deswegen sind wir da geblieben. Und gleichzeitig als Team-Captain war ich dann natürlich auch auf dem Prime League Discord. Da gab es dann häufig auch mal Regelfragen, die eigentlich ziemlich einfach zu beantworten waren. Deswegen habe ich die dann auch immer beantwortet, obwohl das eigentlich nicht meine Aufgabe da war. Dann gab es irgendwann bei der Prime League die Frage, oder den Aufruf, hey, wir könnten Unterstützung gebrauchen. Ich dachte mir so, warum nicht? Dadurch bin ich dann auch da gelandet. Die kannten meinen Namen halt auch schon dadurch, dass ich auf dem Discord aktiv war. Und bei den German Monkeys bin ich jetzt seit Mitte letzten Jahres mit im Management, weil ich mir dachte, hey, das ist eine verdammt coole Orga. Gibt uns verdammt viel zurück im Sinne von Freundlichkeit, Unterstützung und ähnlichem. Da möchte ich helfen. Und seit März bin ich da jetzt auch in der Führungsposition mit dabei, weil ich mich eben bewiesen habe und auch gerne mehr Verantwortung übernehme. Denn ich finde, die Idee von Vereinen auch im E-Sport oder Communities, Orgas, Clans, wie auch immer man es nennen möchte, finde ich sehr gut. Es hilft der Szene extrem weiter. Und gleichzeitig sind die German Monkeys eine Organisation, die meiner Meinung nach mit zu den professionellsten gehört, die ich bisher kennenlernen konnte, weswegen ich dort auch wirklich sehr gerne arbeite und sehr viel Zeit und Kraft investiere, was aber auch gewertschätzt wird. Also es ist nicht so, als ob man das macht und keiner kriegt es mit. Vor allem die anderen Manager, die es wirklich mitkriegen,
geben da auch die Wertschätzung ab und unterstützen einen dabei. Also es ist eine freundschaftliche Truppe, die man eigentlich in einem Vereinsmanagement so eher nicht kennt, wenn man jetzt an traditionelle, vielleicht Fußballvereine oder ähnliches denkt. Da vielleicht noch einmal schnell die Frage, vielleicht gerade wenn Leute euch nicht so kennen und vielleicht auch aus unserem Umfeld, wie groß seid ihr denn? Worin seid ihr alles aktiv? Wie kann man sich das bei euch grob vorstellen? Wie ist euer Auftreten? Monkeys existieren seit April 2015, gehören inzwischen zu einer der größten, oder schon länger, zu einer der größten deutschen E-Sport-Vereine und Organisationen. Gegründet wurde das Ganze von Leuten, die Arma 3 zusammenzocken wollten. Hat gut funktioniert. Und inzwischen haben wir Main-Teams in CSGO, Rainbow Six und LoL, wo sich auch der Großteil unserer Community befindet. In LoL haben wir zum Beispiel zwei Teams. Eins möchte jetzt noch zu einem offiziellen Team bei uns werden. In Rainbow Six haben wir zwei und in CSGO eins. Und in CSGO und LoL haben wir dann auch noch weitere Community-Teams, so wie mein altes Team eben eingestiegen ist. Dadurch haben wir einen ähnlichen Aufbau wie andere Organisationen, wie Regaming 404 zum Beispiel, die ja dann doch auch relativ bekannt sind. Ja, so kann man sich das bei uns ein bisschen vorstellen. Also, wenn man bei uns Mitglied werden möchte, kommt man einfach vorbei, kann auch gerne alle Fragen stellen, die man hat, führt ein kurzes Gespräch und dann gibt es eine sogenannte Probezeit. Irgendwie muss man den Mist ja auch nennen, wo es einfach nur darum geht, dass man nochmal die Möglichkeit hat, auch das Leben in der Community kennenzulernen. Und dann kann man nochmal Fragen stellen, wie auch immer, und wird dann gefragt, hey, möchtest du bei uns mitmachen? Ja, nein. Wenn ja, dann ist man auch schon Member. Also in der Probezeit. Ja, es nennt sich halt Probezeit, weil wir irgendeinen Namen gebraucht haben. Der Klassiker. Offensichtlicherweise. Der Klassiker. Sehr schön. Okay, gut. Dann nochmal auf der anderen Seite. Jan natürlich. Wie gesagt, man kennt dich ja so ein bisschen von uns bei Miesmuscheln. Ich meine mich zu erinnern, du bist jetzt ja bei uns sogar auf die Toplane gegangen, aber andere kennen dich auch noch von woanders. Von daher wäre es cool, wenn du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen könntest. Was genau machst du eigentlich außerhalb von Maniac noch? Ja, außerhalb von Maniac bin ich bei den Engines Stuttgart aktiv. Jetzt seit, ich glaube, April letzten Jahres. Und bin da auch relativ schnell reingekommen. Einfach hab gleich ein Team gegründet dort, und hab das dann geleitet bis jetzt vor kurzem, bis nach Ende diesen Splits. Bin dann auch ins Management, weil mit meinem Studium E-Sport Management, das liegt es nahe, da Erfahrung zu sammeln. Und das war ja auch mein Ziel. Und helfe da halt und kümmere mich halt auch um alles Mögliche, Planung, Marketing. Bei uns wird einfach alles zusammengeschmissen eigentlich und dann besprechen wir einfach, was wir vorhaben, was wir planen. Und hat da jetzt auch letztens ein Turnier organisiert und geleitet. Und ja, jetzt bin ich da immer noch aktiv im Management, aber als Spieler bin ich lieber hier bei Maniac. Ist er zu uns rübergerutscht. Sehr schön. Gut, das heißt, man merkt schon, wir haben die geballte Kraft an absolutem League of Legends und Amateur-Semi-Competitive-Wissen hier auf jeden Fall am Start bei LTS. Deswegen würde ich auch direkt mal reinstarten mit so ein bisschen Themen bei uns. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wie gesagt, Danny ist ja eigentlich so der Spezialist gerade für Themen, die die Welt interessieren. Da habe ich mir gedacht, was interessiert uns heute? Was interessiert mich heute? Vielleicht auch euch. Grundsätzlich bei uns war letztens das Thema innerhalb der Organisation, ist der E-Sports insgesamt eigentlich im Auftreten zu unangenehm? Ist er, oder auch so ein bisschen vielleicht an eure Meinung dazu, ich empfinde immer wieder viel, gerade wenn man auf Twitter unterwegs ist, vielleicht auch mal so ein bisschen Werbung von denen sieht oder so weiter, G2, gutes Beispiel dafür und ähnliches, da ist ja immer viel Arbeit. Man arbeitet ja sehr viel mit unangenehmen Situationen. Spieler werden in eine unangenehme Situation gestellt. Das sieht super lustig aus. Im Nachhinein denkt man sich, okay, war ganz lustig, aber das ist auch gleichzeitig super unangenehm und so weiter und so fort. Findet ihr insgesamt, die Richtung vom E-Sports geht zu sehr in eine verspielte, lächerliche Richtung? Oder sollte sie dann vielmehr eher in eine professionelle Richtung gehen, wie beispielsweise Fußball? Ich weiß nicht, was noch, Basketball und so weiter und so fort, halt wirklich die gängigen Gesellschaftssportarten, wo wirklich ja immer sehr disziplinär gearbeitet wird. Also sei es jetzt irgendwie mit Interviews von Leuten und so weiter oder so fort. Oder sagt ihr, nee, die verspielte Variante, das bringt den E-Sport weiter nach vorne. Wie ist da so eure Meinung zu? Willst du anfangen, Jan, oder soll ich? Du kannst gerne.
Ja, also meiner Meinung nach ist das tatsächlich kein so ein großes Problem. Also du hast zwar jetzt zum Beispiel G2 als Orga genannt, die ja sehr viel auch auf Bad Manner und ein bisschen verspielte Toxicity gibt, um Content zu kreieren. So ähnlich hat es ja auch mit Cloud9 funktioniert, als Perks dahin gewechselt hat. Aber das ist auch eher die Ausnahme, finde ich. Also was vor allem das generelle Auftreten angeht, sind die meisten Orgas doch sehr professionell, vor allem in der professionellen Szene. Daneben gibt es dann oft noch Content, was einfach wirklich nur als Zuschauerinteraktion gedacht ist. Sei es jetzt eine Gäste-Elo-Serie auf YouTube, wie sie zum Beispiel Fnatic macht, oder die Pop-Quizzes der LEC, die sind halt auch nicht dafür da, seriös zu sein oder Interesse in den Sport an sich zu wecken, sondern einfach mit den Zuschauern interagieren zu können und das Interesse in den Spieler zu wecken, um da wirklich eine Nähe auch aufzubauen. Denn das, was E-Sport, finde ich, sehr vom traditionellen Sport unterscheidet, ist, dass es einfach greifbarer ist. Zumindest für Leute, die auch ein bisschen Erfahrung mit den Spielen haben und so weiter, weil man da viel eher wirklich mit interagieren kann und Situationen vielleicht auch eher bei sich findet, als wenn man zum Beispiel zu Hause auf der Couch sitzt und Fußball guckt. Ja, Aber deswegen denke ich, dass es hast du weniger nicht, das Problem ist, ja. sorry, Alles gut. hast du nicht dann dennoch das Gefühl, also im E-Sport ist es ja doch dann viel so, dass dann, du möchtest ja mehr raus. Also du möchtest ja im Allgemeinen, würde ich jetzt mal sagen, Riots Gedanken dahinter und auch von den Ligen, sei es jetzt für euch als Prime League oder ähnliches, sei es ja immer, viele Leute ranzukriegen. Meint ihr nicht, dass es, oder meinst du potenziell, dass es nicht eine Gefahr ist, wenn man sagt, man wird zu kindisch und viele nehmen das einfach als ja lächerlich wahr und also man wird vielleicht beispielsweise dann auch als Liga gar nicht ernst genommen. Klar, es gibt natürlich genug Leute, genug Teams, die schon in der Liga sind, die wissen, wie es läuft, aber gerade wenn man jetzt als Außenstehender neu reinkommt, sich denkt, okay, ich habe hier ein Team, ich bin Fan von irgendjemandem und so weiter, und sieht man das, denkt sich, sollte mein Team da jetzt wirklich gerade spielen? Ist das professionell genug? Also, selbst wenn es nur so kleine Nachrichten sind, es kann ja sein, man sieht nur eine Nachricht und weiß gar nicht, wie professionell der Hintergrund davon eigentlich ist. Ist das nicht ein gewisses Risiko? Das Risiko existiert, das stimmt ja zu 100%, aber ich finde, dass es doch relativ ausgeglichen ist und vor allem dieses generelle Auftreten, sei es in den offiziellen Prime League Streams oder auch LEC, LCK, andere Ligen, dass das doch sehr, oder auch in anderen Spielen, nicht nur auf League of Legends bezogen, dass das generelle Auftreten doch sehr professionell ist, weswegen ich da natürlich das Risiko ist da, aber ich sehe es hier nicht so groß wirklich. Ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn sich ein Fußballspieler zum Beispiel in eine Werbung stellt und da irgendeinen Mist erzählt, irgendwas Lächerliches macht. Auch das kann ein Image sehr stark zerstören. Und da hat natürlich dann Fußball als traditioneller Sport auch den Vorteil, dass es schon integriert ist und allgemein anerkannt. Da ist dann das Risiko für die Prime oder für League of Legends, für andere E-Sport-Titel doch noch ein bisschen größer, weil wir immer noch um Anerkennung in der breiten Gesellschaft kämpfen. Aber im Allgemeinen finde ich es doch sehr ausgeglichen. Okay. Jan, wie siehst du das so? Ich glaube, man muss da auch ein bisschen einfach den Balance finden, weil die Zielgruppe ist einfach sehr jung, die man anspricht. Damit ist halt auch, sag mal, albernes Gehabe einfach, kommt gut an, sind wir so. So Jungs, Männer im Alter von, sag mal, 26, 27 oder jünger, und machen halt gern Quatsch. Deshalb finde ich auch, wenn es da mal ein bisschen in die Richtung geht, eigentlich auch einfach zielführend. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Allein im League of Legends in der LEC, wo die da angefangen haben, Tic-Tac-Toe zu spielen oder es machen wollten oder sowas. Ja, man muss halt gucken, dass man es nicht übertreibt. Aber ich finde auch, Eintracht Spandau zeigt das ja, dass so ein bisschen, wenn man es ein bisschen übertreibt mit dem Ganzen und ein bisschen Show macht, dass das einfach einwandfrei funktioniert. Denkt ihr denn grundsätzlich, dass, also, ne, das war jetzt ja so ein bisschen E-Sport im Allgemeinen, gerade auch League of Legends bezogen, denkt ihr denn, dass der Amateurbereich und semi-professionelle Bereich sich da gut quasi in dieselbe ähnliche Richtung bewegt? Oder ist da quasi die Art der Kommunikation, gerade Social Media und sowas, vielleicht noch zu weit entfernt von dem, wie ihr es euch vorstellt, wie beispielsweise auch Größere das machen und so weiter? Oder wirkt es im Allgemeinbild in die richtige Richtung? Also zum Beispiel ich persönlich habe teilweise das Gefühl, liegt auch vielleicht daran, dass ich in den falschen Kreisen auf Twitter unterwegs bin oder sowas, man weiß es nicht, dass es doch immer wieder gerade kleinere Organisationen gibt, die dann doch schon ein gutes Image hatten, bekannter waren und ähnliches, dann aber auf einmal irgendwas droppen,
was sie total unsympathisch macht, total problematisch macht. Das Ganze dann wieder so einen Rattenschwanz mit sich zieht von anderen Leuten, die da eine schlechte Meinung drüber kriegen, dann wieder eine schlechte über die Semi-E-Sport-Szene kriegen und so weiter. Oder sagt ihr im Allgemeinen, momentan ist das Bild eigentlich ganz gut, die Richtung, in die sie sich bewegt, ist das, wo es sein soll? Da bin ich selbst ein Stück weit geteilter Meinung. Es gibt viele Organisationen und Vereine, die sich sehr um ein professionelles und ernsthaftes Image bemühen und das auch so vermitteln. Natürlich gibt es dann ab und zu mal das Friendly Banter. Bestes Beispiel, German Monkeys gegen Royal Blue war jetzt das Upper Bracket Finale in den Div 3-4 Playoffs. Da hat man auch mal kurz ein paar Memes auf Twitter hin und her geschickt. Passiert. Ist auch gut so, um nicht irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass man alles tot ernst nimmt. Im Endeffekt sind wir alles Gamer und Zocken ist nun mal nicht das Ernsthafteste auf der Welt. Es gibt aber auch Orgas oder auch im semiprofessionellen Bereich Teams ohne Orga, die sich da ganz anders verhalten, die dann auf Twitter den größten Shitstorm loslassen, nur weil ihnen eine Vertragsklausel zum Beispiel mit ihrer ehemaligen Orga nicht gepasst hat. Um jetzt mal ein Beispiel von vor, ja, war zwischen Spring und Summer Split, um da mal ein Beispiel zu nennen. Sowas gibt es natürlich auch, aber das, finde ich, nimmt sich da beides nichts, weil beides nun mal auch ein Teil der Gaming-Community ist. Es gibt toxische Menschen. Es gibt die Leute für einen Fehler sofort fertig machen und von der Bildfläche verschwinden lassen wollen. Und es gibt die, die sich wirklich bemühen, da ein professionelles Image aufzubauen, sowohl im Amateurbereich als auch im professionellen Bereich und überall dazwischen. Das denke ich, doch relativ auch ausgeglichen ist miteinander. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich finde es eher schlecht, dass es nicht mehr professionelle Orgas gibt. Aber es ist halt einfach auch ein Stück weit repräsentativ für die Gaming-Community. Mhm. Okay. Jan? Ja. Ja, ich stimme da eigentlich. ich habe meine Gedanken gefasst und war so, ja, das, was er sagt, stimmt schon. Ich glaube, dass da bei vielen einfach auch das Wissen fehlt. Wenn ich so Orgas angucke, sind das halt häufig Leute, die einfach Bock drauf haben. Und das ist ja auch okay so, und das finde ich auch, ist auch die Community so, wir wollen einfach was zusammen machen, wir wollen was zurückgeben, also machen wir es. Aber da fehlt halt dann zum Beispiel das Wissen im Marketing oder sowas, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie man sich repräsentiert. Und dass da ganz schnell halt mal irgendwas rauskommt, wo man denkt, ah, das ist voll witzig, das ist voll schlau, aber dann geht es komplett nach hinten los. Und ich glaube, dass sowas häufig passiert, weil einfach auch das Wissen fehlt, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, wie gehe ich damit um und so weiter. Aber würdest du dann sagen, dass grundsätzlich Leute, die da eben nicht so das Können drin haben, den Background haben oder sowas, also geht es ihnen grundsätzlich dann davon ab, überhaupt eine eigene Orga zu gründen? Sollten sie sich dann eher mit anderen zusammentun? Also, weil quasi nur einmal reingefragt, sollte man es den Profis überlassen oder sollte man es trotzdem immer dennoch probieren und dann ist einfach die Gefahr da, dass dadurch dann die E-Sport-Szene einfach einen gewissen Ditcher hat, weil die Leute nicht das können, wie man es sich vorstellt? Wenn man es nicht probieren würde, wird es 99% der Orgas nicht geben. Hm. Man soll es immer weiter probieren, aber man sollte sich halt einfach, sagen wir mal, weiterbilden durchgehend. Und auch dann, wenn man halt vielleicht nicht so weiß, einfach die Professionelle. Ich glaube, wenn man immer professionell und auch, sagen wir mal, meinungslos bleibt, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit, ist es einfach sicherer. Häufig, meiner Meinung nach. Hm. Aber man sollte es auf jeden Fall immer weitermachen, weil sonst gäbe es keine Orgas wie die German Monkeys oder Ryzen oder Royal Blue beziehungsweise 404 auch dazu und was weiß ich, könnte Millionen aufzählen. Und das ist ja ein gutes Ding, weil so funktioniert der E-Sport in Deutschland. Nur so kann er wachsen und nur so können wir auch in der Öffentlichkeit dann ein gutes Bild von uns geben. Dem stimme ich komplett zu. Also der E-Sport oder die E-Sport-Szene möchte sich ja ein Stück weit auch mit traditionellem Sport vergleichen und wenigstens auf dasselbe Level auch kommen, was die allgemeine Akzeptanz angeht. Und da gibt es professionelle Teams, die haben Marketingabteilungen, die haben PR-Abteilungen, die haben teilweise sogar Abteilungen für Schadensbegrenzung. So ähnlich ist es ja auch im professionellen Bereich im E-Sport. Da gibt es Leute, die wirklich für Content Creation angestellt sind, die das auch können, die für PR angestellt sind. Und da finde ich, ist das auch wichtig so. Aber im Amateurbereich, es gibt Fußballteams in Kreisligen, die sind dafür bekannt, dass sie immer stockbesoffen zu spielen kommen. Und so gibt es auch im E-Sport-Bereich vielleicht kleine Orgas, die dafür bekannt sind, dass sie Fehler machen und vielleicht nicht das beste Marketing haben oder
in der Vergangenheit vielleicht Fehler gemacht haben, was aber einfach daran liegt, wie Jan gerade schon gesagt hat, man muss Fehler machen, um wachsen zu können. Das gilt für die Szene als Gesamtes, als auch für einzelne Orgas. Und diese Organisationsvielfalt, die wir haben, ist auch genau das, was, finde ich, die Community, die dahinter steht, braucht. Man braucht Vergleichsobjekte, man braucht Entscheidungsmöglichkeiten, um überhaupt erstmal ein Ökosystem aufzubauen. Und auf Dauer wird sich dann rausstellen, wer kann bleiben und wer verschwindet eher unter der Bildfläche. Wie es Darwin sagen würde, Survival of the Fittest. Aber würdet ihr denn sagen, also gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt Leute, die machen eine neue Orga auf, gerade wie ihr es beschrieben habt, gerade dann ja auch Organisationen, die wirklich später groß geworden sind. Habt ihr denn das Gefühl, dass man, wenn die kleinen Orgas dann nochmal mehr, ich sag mal, ins Rampenlicht stellen, es gibt ja immer mal wieder, sei es irgendwie, die haben auf einmal ein Team, das spielt bei einer größeren Orga bei einem Turnier mit, auf einmal sind die da super gut gewesen, kommen dann mehr ins Rampenlicht und so weiter. Habt ihr das Gefühl, man wird schneller gepunished, wenn man sich dann einen Fehlschritt quasi erlaubt? Also sei es zum Beispiel, man hat eine kleine Orga, die hat jetzt bei German Monkeys, bei 404 oder sowas mitgespielt, hat da gewonnen, hat ein bisschen Aufsehen erregt und so weiter. Und dann 3-4 Wochen später kommt auf einmal rum, der und der aus der Orga hat total das Problem, der eine Spieler ist total toxisch oder was auch immer. Meint ihr, das wirft eine Orga extremst wieder zurück, potenziell, dass sie wieder zerstört werden könnte und man wieder neu anfangen müsste? Oder kann die Orga quasi daraus weiter normal oder häufig, ist natürlich immer abhängig, wer davon im Management ist, aber aus sowas noch mehr quasi rausschöpfen und wachsen? Es ist beides sehr gut möglich. Also wir haben ja auch eine Community, ich meine, gucken wir uns mal League of Legends an. Wenn man im Spiel einen Fehler macht, wird es immer jemanden geben, der dich sofort für diesen Fehler fertig macht. Und genau diese Leute haben wir ja dann auch in der E-Sport-Community, auf Twitter und so weiter, da es nun mal dieselben Leute sind. Dementsprechend wird es immer Leute geben, die sich sofort auf diese Fehler fokussieren, anstatt vielleicht auf Errungenschaften, die die Orga für sich selbst oder vielleicht für die ganze Szene geschaffen hat. Das Problem gibt es aber auch außerhalb der E-Sport-Community und der E-Sport-Szene. Da muss man halt ein Stück weit als Orga damit umgehen können. Schafft man das nicht, verschwindet man hinter allem anderen. Schafft man das, kann man daraus wirklich stärker hervorgehen, weil man dann gleichzeitig sagen kann, hey, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben aber bewiesen, dass wir daraus lernen können. Was nochmal einen extremen Boost an Vertrauen gibt, den man in so einer Organisation stecken kann. Denn wenn sie schon aus Fehlern lernen konnte, dann kann man der Organisation auch eher vertrauen, dass sie das zukünftig wieder schafft. Und fehlerfrei ist niemand. Fehler werden immer passieren. Okay. Jan, wie ist so deine Einschätzung? Ja, da stimme ich zu. Ja, sehr schön. Kann ich mehr dazu sagen. Ich muss vielleicht Jan mal als erstes fragen, damit er da mal ein bisschen was rauskriegt. Ich wollte gerade sagen, nächstes Mal fängst du an und ich halt nicht. Ja. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Spieler sind und auch vielleicht Fehltritte und sowas, wie ist denn vielleicht, Jan, wenn du das irgendwie von Angels mitgenommen hast oder vielleicht auch von Niklas da bei German Monkeys, wie ist denn bei euch so das Gefühl gewesen von toxischen Spielern? Kommen da immer mal wieder welche rein? Seid ihr momentan auf einem Stand immer, oder habt ihr immer das Gefühl gewesen, ja, jetzt momentan haben wir eine super Ebene, keiner ist toxisch, alles funktioniert quasi? Oder aber auch gibt es immer mal wieder doch Reibereien und das Risiko von neuen Spielern, die ihr reinholen musstet, ist dann hoch gewesen oder ähnliches? Oder das quasi, um's groß zu fassen, Fluktuation in quasi Spieleranzahl und Freundlichkeit, sag ich mal. Das passiert häufiger, ja, dass sowas vorkommt. Sei es jetzt im Main-Team ist es bei uns einmal passiert mit einem der Spieler, der dann auf Twitter sich nicht so gut zu Sachen geäußert hat und wir dann reagieren mussten, aber auch in den kleineren Teams, in meinem eigenen Team, wir haben letzten Split im Winter, brauchen wir einen neuen Jungler, weil unser Jungler ist weg, anderes Team und wir brauchen einen neuen. Und das war am Anfang ganz gut und dann wurde es innerhalb von 2 Wochen absolut toxisch und er hat uns einfach nur noch alle beleidigt und hat auch dann sich geweigert, mit uns zu sprechen und ist dann einfach, als ich ihn dann persönlich rausschmeißen wollte, wollte er nicht mit mir einen Call, dann musste ich ihn halt so rauskicken und dann kam noch mehr Beleidigung einfach die ganze Zeit zurück. Und sowas passiert leider bei uns in der Community. Wozu merken, ihr seid kein Einzelfall, um das reinzuschmeißen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, Engine sei das Hauptproblem oder sowas. Nee. Ne? Also, nee. Genau. Ich gehe davon aus, dass ich das nicht bin, weil ich krieg's bei anderen Leuten mit, von der Uni oder auch so, Leute aus anderen Orgs. Das passiert einfach. Wir sind alles Menschen, manchmal passt's nicht.
Und der eine geht dann halt besser damit um, der andere nicht. Das ist halt leider so. Aber ja, Toxicity ist manchmal ein Problem hier. Ich finde, das größte Problem, das wir da bei den Monkeys mal eine Zeit lang hatten, ist, wir hatten jemanden in der oberen Management-Riege, der nicht die einfachste Persönlichkeit war, sage ich mal. Also er war eine spezielle Persönlichkeit, super nett, super freundlich, aber ein paar Sachen gab es, wo man durchaus anderer Meinung sein kann oder Kritik üben kann. Dann gab es aber auch ein Team, das konnte damit nicht umgehen, dass er eine andere Persönlichkeit hat, war aber auch nicht in der Lage, Kritik zu äußern, und dann sind sie irgendwann extrem toxisch geworden. Also, dass man da wirklich teilweise einfach nur Probleme mit einzelnen Personen hat und sich das hochschaukelt, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass das leider immer mal wieder passieren kann. Guckt man sich zum Beispiel mal Adam an bei Fnatic, der sich sehr auf Upset fokussiert hat, was am Ende zu einer sehr toxischen Teamatmosphäre dort geführt hat. Das Problem gibt es leider auch überall. Und das ist leider auch was Menschliches, dass nicht jeder mit Kritik oder mit anderen Meinungen gleich gut umgehen kann. Aber wie geht ihr dann mit sowas um? Also da ist jetzt gut, Management-Ebene ist natürlich eine etwas speziellere, schwierigere Ebene, aber sagen wir mal mit Spielern, seid ihr dann tatsächlich eher auf dem Weg, dass ihr sagt, okay, Spieler XY ist jetzt super toxisch gewesen, den schmeißen wir sofort raus, Ende des Splits. Wie ist da eure Handhabung? Versucht ihr den zu bekehren, sag ich mal, auf einmal, oder wie geht ihr da daran? Also bei uns zumindest, ja, fangst du gerne an. Also bei mir ist es so, sagen wir mal, der Grad der Toxicity, ja. Die Leute sind alle sehr jung. Das ist unvermeidlich. Also 18, oder beziehungsweise 17, 16 bis 24. Ich selber, wir sind sehr jung und da muss man halt es auch erstmal lernen, wie man mit Kritik so wirklich umgeht und auch mit Gleichaltrigen und nicht nur von Eltern, Lehrern, was weiß ich, sondern wirklich diese, wenn dir einer sagt, okay, das war jetzt schlecht oder das muss ich besser machen, das war jetzt richtig scheiße oder was weiß ich. Und da dann nicht einzuschnappen und so, da muss man umgehen und das muss man den Leuten manchmal vielleicht auch beibringen. Und dann kommt es halt drauf an, wie, sagen wir mal, toxisch ist die Person dann gewesen. Wenn es nur so leicht ist, hier mal passiv-aggressiv oder sowas, dann kannst du einfach, du kannst mit den Leuten meistens drüber reden, das bisschen denen erklären und dann auch mal ein bisschen sagen, okay, das und das, weil die wissen das selber nicht, dass es so ist. Man kriegt das häufig nicht mit, dass man dann andere Leute damit vielleicht auch negativ auffällt. Aber wenn man das denn sagt und es in eine Zeit bringt, bin ich der Meinung, dass man das häufig auch so hinbekommt. Aber wenn es dann Überhand nimmt und die Leute nichts einsehen wollen, dann bin ich dafür, relativ schnell immer die Reißleine dann zu ziehen, wenn das ausartet und die anderen vier Spieler dann wirklich den Spaß an dem Ganzen wegnimmt. Weil dafür sind wir ja viele von uns da, um Spaß zu haben. Ja. Jetzt vielleicht mal außerhalb vom Team als einzelne Struktur mal auf eine ganze Community gezogen. Das war ja bei den Jungle Monkeys mit meiner Aufgabe, mich auch um Beschwerden zu kümmern und so weiter. Beziehungsweise ist es jetzt immer noch, nur halt auf einer anderen Ebene. Wenn sowas kommt, ich habe grundsätzlich nichts entschieden ohne ein Gespräch mit dem betreffenden Spieler oder der Spielerin. Wir haben bei den Jungle Monkeys ein Mindestalter von 16, das heißt, sehr viele kindische Verhalten können wir zum Glück schon rausfiltern. Auch wenn nicht jetzt jeder 14- oder 15-Jährige per se ist, sich kindesfrei, das will ich niemandem unterstellen. Aber es ist leider dann doch eher das Häufigere. Trotzdem kann es passieren, dass mal Toxicity vorkommt und sich dann jemand beschwert. Aber dann rede ich mit diesem Spieler, und wenn ich mitkriege, hey, es tut ihm selbst leid, er akzeptiert, dass es ein Fehler war, dann gibt es vielleicht eine Verwarnung oder ähnliches, dass man einfach die Möglichkeit hat, wenn es öfter passiert, auch entsprechend einzuschreiten. Aber wenn ich wirklich mitkriege, diese Person möchte sich ändern und es war jetzt nicht unbedingt gleich das Schlimmste vom Schlimmsten, dann sehe ich da auch nicht wirklich ein Problem mit, wenn man einfach mit dieser Person reden kann. Wenn jetzt aber eine Person rumkommt und der Meinung ist, frauenfeindlich, diskriminierend oder irgendwas anderes zu sein, wo wirklich diese Schlagworte auch zutreffen und nicht zu früh genutzt werden, dann ziehe ich da meistens auch schon für mich die Reißleine, bevor das Gespräch stattfindet, und führe das einfach nur noch pro forma. Weil das ist etwas, was zumindest bei uns in dieses Bild einer reifen und professionellen und familiären Community nicht reinpasst. Okay, aber also wir hoffen natürlich immer, dass das nicht toxische nicht toxische Leute sind. Aber grundsätzlich, also es kam ja gerade auch schon auf, dann, also bei Jan war es dann so, man hat sich super am Anfang verstanden, nach 2, 3 Wochen ist es dann auf einmal ausgeartet.
Habt ihr, also auch wieder an beide gerichtet die Frage, habt ihr denn aus eurer Position heraus irgendwelche, ich sag mal, ja, Barrieren, Schranken und so weiter, wo ihr schon mal, ja, ich sag mal, stufenmäßig abtragen könnt, okay, wenn er so und so ist, dann müssen wir da auf jeden Fall aufpassen. Wenn er so und so ist, dann ist er sofort raus und so weiter. Also habt ihr da gewisse Sicherheitsstufen, sag ich mal, oder sagt ihr einfach, okay, hoffentlich verstehe ich mich mit dem, wenn ich mich mit ihm verstehe, hoffentlich läuft das auch so weiter. Ja, fange du wieder Ja, gerne nö, fang du an. an. Ja, erstmal kurz, ich musste die Kamera ausmachen, mal schnell, weil ich gerade gegankt wurde, wie es mal so schön in einer anderen Podcast-Folge formuliert wurde. Alles gut, ich tausche das so lange wieder um. Das kann ich. Ach so, deswegen war das. Oh, Genau, okay, das dann muss tauscht ich sich da auch immer durch die vielleicht was Kamera. machen. Nee, alles gut, kann ich. Ja, also Sicherheitsstufen oder ähnliches. Beim Verein Jam Monkeys haben wir das nicht. In meinem eigenen Team hatte ich sowas auch nicht. Klar, man spielt vorher ein bisschen, guckt, ob es passt. Aber es kann sich ja immer verändern. Es kann immer sein, dass eine Person sich verstellt und irgendwann das wahre Gesicht rauskommt oder ähnliches. Und dann ist das so. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, wie man das wirklich produktiv über Sicherheitsstufen oder ähnliches lösen könnte. Dann, wie siehst du das? Oder habt ihr irgendwas? Ja, ich habe sowas ein bisschen, bei mir ist das immer so der Spaßfaktor, weil ich halt immer wirklich in Teams gespielt habe mit Freunden, also mit Real-Life-Freunden, die ich halt kenne, die ich auch regelmäßig treffe und so weiter. Und wir spielen halt immer um Spaß. Und wir sagen allen Leuten, ja, wir spielen zum Spaß, bla bla bla. Aber wir wollen auch nicht trollen oder so, also so nicht. Aber wir wollen halt hauptsächlich, spielen wir halt nicht, um jetzt aufzusteigen und die Besten zu sein, so formuliere ich es mal. Und wenn dann Leute mit einfach mit ihrer Toxicity da dann Einschränkungen machen auf wirklich den Spielspaß oder dass sie dann einfach aus dem Chat rausgehen, weil sie keine Lust mehr haben oder weil sie wirklich mal ein Spiel liefen oder einfach nichts mehr reden oder so weiter, dann ist da irgendwann so eine Stufe, die dann so für mich persönlich einfach erreicht ist. Für andere ist das dann so, ja, okay, der war jetzt halt toxisch und wir haben das Game verloren oder so, aber für mich persönlich ist das dann so ein Ding, nee, da hört es irgendwann auf. Aber das ist nur so ein persönliches Ding, das ich halt in meinen eigenen Teams verfolge. Okay. Wie Also, handhabst ja, sorry, nochmal. wenn ich vielleicht kurz zwischenfragen darf, wie handhabst du sowas dann, Jan? Weil wenn ich Teams geführt habe, ist auch nicht nur einmal bisher passiert, dann habe ich immer versucht, so wenig wie möglich den Leader raushängen zu lassen und so viel wie möglich mit dem gesamten Team zu entscheiden. Wenn jetzt Leute in dem Team toxisch sind, wie handhabst du das? Dann bist du dann einfach der, der sagt, ich bin hier der Teamleiter, das passt nicht? Oder versuchst du da trotzdem die Kommunikation mit dem Team trotzdem zu finden? Ja, bis jetzt war das immer so, dass man sich dann danach mal zu viert zusammensetzt, also den einen mal ausklammert und dann einfach sagt, Jungs, wie passt's euch? Das ist so mein Weg, das zu kommunizieren, so, wie passt's euch? Bin ich da sensibel oder war es gar nicht so schlimm und ich war einfach an dem Tag nicht gut drauf? Und wenn dann halt wirklich so eine allgemeine Stimmung aufkommt von, wir wollen das nicht oder uns hat's auch nicht gut gefallen und langsam wird's auch übertrieben über 2, 3, 4 Wochen hin. Weil natürlich hat jeder mal eine schlechte Woche oder schlechte Tage, wo sie einfach schlecht gelaunt sind. Aber wenn es sich dann wirklich lang zieht und es auch wirklich immer schlimmer wird oder so, dann reden wir halt drüber, sind so, okay, jetzt, nee, es passt nicht mehr, wir müssen irgendwas ändern. Dann sind wir da ja recht ähnlich. Also ich kenne halt auch Leute mit einem sehr autoritären Führungsstil dann. Und es klang fast so, weil du ja da meintest, dann ziehe ich da für mich die Reißleine, dass du da dann vielleicht auch alleine Entscheidungen triffst. Und das hätte mich dann interessiert, wie das geht. Aber wenn wir da ähnlich ticken, dann wirst du das wahrscheinlich auch genauso wenig verstehen wie ich. Ne, dieses Jahr war es einer meiner besten Kumpels, mit dem ich seit jetzt einem Jahr das Team gegründet habe und leite und er hat einfach von heute auf morgen oder so keinen Bock mehr und hat dann jedes Game nur noch geschmollt und dann muss man halt einfach drüber reden. So, wir sind alle erwachsen, wir kennen uns alle jetzt schon echt eine Weile. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Alright. Das heißt also allgemeiner Appell in die Runde. Seid nicht toxisch, seid immer nett. Seid auch vor allem immer zu Jan nett, weil da geht er nicht in die Viererrunde und fragt das an, ob da irgendwas komisch ist. Sondern nein, seid einfach nicht toxisch. Dann findet sich, glaube ich, auch relativ entspannt eigentlich für jeden im Team. Also ich habe auch häufiger das Gefühl, dass
nicht eben irgendwie die Elo oder das spielerische Können das Problem ist, sondern tatsächlich eher, wie die Leute miteinander umgehen. Weil, ja, wenn du Bronze bist, Iron bist oder sowas, es gibt genug Teams, die in dem Bereich suchen. Wenn du dich dann einfach gut anstellst und höflich bist, ist das kein Problem. Und genauso ist es auch in die andere Richtung. Also korrigiert mich da gerne, wenn ihr da eine andere Meinung habt. Aber ich habe auch häufig das Gefühl, gerade wenn es in die höhere Elo geht, Dia, Master, Grandmaster vielleicht auch noch, da haben die Leute dann auch ein sehr vielleicht zu gesundes Bild von sich selber, wie sie im E-Sport stehen, wenn sie auch mal bei einer guten Orga waren und ähnliches, hohe Division gespielt haben, dass sie da vielleicht dann ein bisschen zu eingebildetes Bild von sich haben, vielleicht auch. Und das vielleicht problematisch sein könnte. Ja, ich habe, wie gesagt, circa oder 4 Splits lang ein Team geführt und war da auch immer dafür zuständig, das Mental zusammenzuhalten, was ich sehr gut kann, weil ich mental doch relativ stark bin und auch in der Lage bin, dann das für andere zu übernehmen, sie ein bisschen runterzukühlen, auch während des Spiels. Und dann hatten wir im letzten Split, also wir waren ein Silber- bis Platin-Team, einfach aus Kumpels zusammen, und dann hatten wir einen Grandmaster-Spieler, der bei uns mitspielen wollte, und unser Midlaner ist gegangen. Dachten wir uns, können wir machen. Er verliert die Lane gegen Goldspieler und wirklich ist dann Toxic auf einem Level. Das kann keiner mehr zusammenhalten. Zusammenschreien, den Call leaven, Leute hin und her moven, einfach nur, weil er verliert und damit nicht klarkommt. Gegen Leute, die sehr weit unter ihm stehen in der Elo eigentlich. Dann hast du da bei Engines vielleicht auch, ich meine, ihr habt ja auch ein höheres Team, hast du da auch irgendwie mal was mitbekommen, irgendeine Erfahrung mitgemacht? Wir haben hohe Teams und niedrige Teams. Also ich kann für beide, ich bin eigentlich auch ein bisschen ein Wolf, auch jetzt dieses hier, ja, bei Maniac haben wir auch ein recht hohes Team gestellt, mit eigentlich fast einem Full Diamond Roster. Und ja, ich bin der Meinung, dass Leute mit höherer Elo 20. häufig ein bisschen zu abgehoben sind und denken, ja, ich weiß ja alles, ich kann ja alles, ich bin super. Das passiert auch, dann gibt es auch Probleme beim Coaching oder ähnlichem, ist mir auch schon passiert. Wir hatten einen Coach und dann heißt es, ja, was soll mir so ein Silbertyp denn erklären? Grüße gehen raus an Mike, ja, ich sage das hier einfach mal so offen. Was soll mir denn so ein Silbertyp erklären oder so? Dabei ist es ja eine ganz andere Materie, mit dem sich ein Coach befasst als ein Spieler, aber ja. Aber gleich, um noch zu deinem Punkt mit so Silber, Gold, Iron Teams, das Wichtigste oder eine der wichtigen Sachen ist einfach auch, dass die Zielsetzung stimmt. Was wollen wir erreichen? Es gibt Leute, die spielen einfach nur so, okay, wir spielen jetzt im Team, wir machen jetzt hier und wir wollen besser werden. Und dann gibt es Leute, wie, ja, komm, wir scrimmen jetzt 4, 5 Mal die Woche, was eigentlich schon utopisch ist für Studenten, also für Arbeiter, Studenten, eigentlich für jeden. 5 Mal die Woche in Scrim, 3 Mal, das ist selbst für die Profis schon viel wahrscheinlich. Und dann, wenn sowas aufeinander clasht, da geht's auch ganz schnell den bergab vom Team. Wenn einer wirkt oder zwei Leute oder einer immer mehr will und die anderen nicht, da kann's ganz schnell mit dem Team und auch mit der Moral und mit der Chemie einfach echt bergab gehen. Das Problem kann Kommunikation sehr gut lösen, dass man sich dann einfach wirklich einigt auf ein Ziel, was vielleicht in der Mitte von beidem liegt, dass ein paar Leute mehr geben, als sie ursprünglich wollten und andere vielleicht ein bisschen weniger, als sie ursprünglich wollten. Vor allem, wenn man dann, also bei uns zumindest hat das sehr gut funktioniert. Wir hatten Leute, die wollten so weit aufsteigen wie möglich und trotzdem Spaß haben. Aber der Großteil, so wie auch ich, war einfach der Meinung, hey, wir wollen unseren Spaß haben. Das ist das Hauptziel. Gleichzeitig auch gemäß unserer Stärke so weit kommen, wie es geht, so gut spielen, wie es geht. Wenn dann zum einen das Mental im Team zusammenbricht und man 0-12 in Division 6 geht, dann klappt das aber nicht mehr. Ja, schon, das ist natürlich immer alles schwierig. Aber ja, grundsätzlich, ich meine, Jan hat es gerade angesprochen mit den Trainingstagen. Ich denke auch, das ist so ein Common Myth irgendwie, dass man denkt, ja, Hauptsache mehr Trainingstage und dann wird man als Team auch besser. Also einfach stumpf reingefragt, Niklas, ihr habt ja jetzt ein Team, was Div 3 ja jetzt geschafft hat im letzten Split, soweit ich weiß, wenn ich da richtig bin. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Lange, lange. Engines haben den Aufstieg, glaube ich, nicht geschafft. Nee, Nee, ihr. ich mein, ihr, German Monkeys. Ach so, Genau. ich hatte irgendwie überhört, dass du mich angesprochen hast. Ja, wir haben Nee. den Aufstieg geschafft. Genau. So. Tatsächlich, das war der vierte Playoffs-Run in Folge.
Ja, sehr schön. Also ähnlich, fast schon ähnliches Bild wie bei Seven Blade, die ja auch schon zum x-ten Mal in ihrem Run gescheitert sind. Aber vielleicht bei euch, wenn man reinfragt, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie viele Trainingstage hat euer Main-Team da jetzt pro Woche? Ich weiß von zwei. Aber mit den Main-Teams setze ich mich nur freundschaftlich, sag ich mal, auseinander. Mit dem, also ich habe gelegentlich mal mit dem Manager von unserem Main-Team geschrieben und ja, einer meiner Kollegen bei uns im Management kümmert sich um diese Teams, mit dem habe ich öfter mal gequatscht. Aber so wirklich extrem viel habe ich mit diesen Main-Teams nicht zu tun. Okay, aber ich vermute jetzt einfach mal, wenn du sagst, du weißt von zwei, wird es vielleicht noch ein dritter Theorietag oder ähnliches sein, aber Richtung 4, 5, da geht es wahrscheinlich in die Richtung nicht. Nein, also ich kann auch sagen, dass sich Teams in LEC und Prime League schon über 3 Spiele pro Woche in Super Weeks beschweren, weil ihnen das zu viel Zeit für League of Legends ist, was sie einsetzen. Also für aktives League of Legends. Wirklich, wirklich aktive Trainings wird es dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr geben, weil eben auch die Theorie und auch einfach die Teambildung auch einen hohen Stellenwert hat. Ja, aber da einmal schnell reingefragt, Richtung, also ich weiß nicht, ob du in irgendeiner Weise Informationen hast, weil du bei Prime ein bisschen unterwegs bist. Würdest du sagen, Team erste, zweite Div machen das Vollzeit in der Richtung? Oder gibt es tatsächlich auch Team 1, in Div 1 irgendwas, wo du weißt, okay, die machen es tatsächlich auch nur Teilzeit oder ähnliches? Ich weiß von, also die meisten Div 1-Teams machen es auf jeden Fall Vollzeit. Ich weiß es nicht bei allen sicher. In Division 2 gibt es aber mit NNO zum Beispiel ein sehr Ja, gut, prominentes klar. Team, die das Teilzeit machen. All for One Gaming macht es, glaube ich, auch Teilzeit. Ansonsten bin ich mir da relativ unsicher. Ich vermute aber auch aufgrund dessen, wie sie dann auch teilweise auftreten, dass Teams wie Hertha oder Frankfurt, wo wirklich einschlägige Organisationen dahinter stecken, das wirklich Vollzeit machen. Die haben aber auch dafür das Geld, um die Spieler wirklich zu finanzieren. Denn wenn man Vollzeit League of Legends spielt, muss man damit auch sein Leben finanzieren können. Und das ist heutzutage nicht so einfach, wie man denkt. Das stimmt wohl. Aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind, springen wir direkt mal so ein bisschen rüber. Und zwar Gehälter im semi-professionellen E-Sport. Ab wann wird das Ganze ein bisschen komisch? Naja, also wir haben es ja gerade gesagt, irgendwie gerade Div 1, Div 2 geht es Teilzeit, Vollzeit. Es gibt natürlich Div 3 Teams, da verdienen Leute auch schon ihr Geld. Ich glaube, Niklas, aber auch Jan, wobei Jan, da ich das nicht auf Twitter ist, vielleicht nicht ganz so viel. Die schönen LFT-Posts, die wirklich in jedem Offsplit dann die Timeline doch gewisserweise runtergespammt werden mit Only Paid Offers und was auch immer. Das hat ja schon ein gewisses Ausmaß genommen und ich glaube auch, dass viele, gerade wenn sie dann in den höheren Bereich kommen, sei es eben wieder die Dia-Masterspieler und so weiter und die haben mal irgendwo hochgespielt, die wollen dann auch ihr Geld dafür haben. Und da so ein bisschen vielleicht an euch die Frage: Habt ihr für euch persönlich, sei es jetzt, ob ihr selber mal irgendwie so professionell wart und Geld damit verdient habt oder was auch immer, aber habt ihr für euch eine gewisse Grenze, wo ihr sagt, okay, ja, wenn man in einem Div 3-Team ist, da kann ich das noch verstehen, dass sie da ihre paar Euro verdienen. Ab Div 4 kann ich gar nicht verstehen, ab der Elo, ab dem Team und so weiter. Oder sagt ihr grundsätzlich, boah, Gehälter für League of Legends spielen, seid ihr alle bescheuert, ab außer erster, zweiter Liga eigentlich gar nicht verdient. Wie ist da so eure Meinung zu? Ich habe da tatsächlich, soweit ich mitbekommen habe, eine relativ unpopular Opinion dazu. Und zwar, wenn ein Spieler Geld möchte und damit auch auf den Verein, auf die Organisation, wo auch immer er spielt, zugeht und das Geld kriegt, dann soll er es auch kriegen. Wenn er in der Lage ist, das so zu verhandeln und sich zu verkaufen, ist das ein Skill, den man wertschätzen sollte. Wenn ein Spieler kein Geld will und trotzdem, sage ich mal, für 2 Stunden League of Legends am Tag 1.000 € im Monat kriegt, finde ich das stark übertrieben, wenn er sich nicht durch zum Beispiel Selbstmarketing aufgebaut hat. Aber da würde ich eben noch ein Stück weit sagen, wie viel Zeit wird überhaupt auch pflichtmäßig dann investiert. Wenn ein Spieler verpflichtet ist, zum Beispiel, wie es in der LCK lange war, 10 Solo-Queue-Games am Tag zu spielen, dann ist das auch einem Vollzeitjob gleichzusetzen und sollte auch genug Geld geben, um sowohl die Hardware wirklich gewährleisten zu können, als auch überhaupt überleben zu können. Wenn man 2 Stunden am Tag spielt, sollte das, finde ich, nicht das Gehalt von einem Vollzeitjob ausmachen. Außer man kann sich gut genug verkaufen, um das eben auch zu kriegen. Und es gibt auch Orgas, die brauchen dieses Angebot von ihrer Seite aus Geld zu geben, um auf dem Markt überleben zu können, weil sie ansonsten nicht viel zu bieten haben.
keinen großartigen Coaching-Staff oder ähnliches, der Boni bietet, sondern dann in dem Fall nur Geld. Also ist immer ein bisschen zwiegespalten und hängt von der Situation ab. Dann, wie stehst du dazu? Ja, meiner Meinung nach ist, ich meine, das ganze E-Sport und auch gerade in League of Legends, es ist ja einfach eine Marketingmaschine. So, viele Teams sind da einfach, oder Orgs und alles, sind halt hauptsächlich fürs Marketing da drin, vor allem die Großen natürlich. Und im kleineren Bereich, woher kommt das Geld her bei euch? Ich würde vermuten, aus Sponsoren, oder? Bei German Monkeys? Ja, Ja. wir geben auch tatsächlich nicht viel Geld, sondern eher, sage ich mal, Dienstleistungen. Ob Ja, das jetzt Dienstleistung, Partner und ähnliches. Hardware ist durch Partner oder zum Beispiel auch komplett gesponserte Bootcamps. Da wird weniger tatsächlich über das Finanzielle geregelt, als über Angebote, die von den Partnern selbst kommen. Ein Stück weit gibt es natürlich auch Finanzielles. Das ist tatsächlich Großteil Sponsorengelder und ja, man kann sich bei uns eine Vereinsmitgliedschaft nehmen, die nochmal von der Community-Mitgliedschaft abgeschieden ist. Und wie man es von traditionellen Vereinen kennt, kostet eine Vereinsmitgliedschaft einen kleinen Betrag. Das sind 15 bzw. 30 € im halben Jahr bei uns. Und dann haben wir auch noch. Und Ja, aber wer sich entscheidet, das zu machen, der ist auch bereit, dieses Geld zu geben. Das ist das Schöne dahinter. Bei 3 € kann man sich vielleicht nicht so sicher sein, ob derjenige wirklich den Verein unterstützen möchte. Bei einer vollwertigen Mitgliedschaft mit 30 € im halben Jahr kann man sich recht sicher sein, dass derjenige das Geld auch gerne an diesen Verein gibt. Ähnlich wie mit Shop-Artikeln, wenn wir zum Beispiel über unseren Sponsor Manatee ein Jersey für 55 € verkaufen, können wir uns sicher sein, dass derjenige das auch in diesen Verein stecken möchte und uns auch vertraut, dass wir dieses Geld nicht in unsere eigenen Taschen packen. Ich bezweifle, soweit ich weiß, verdient keiner von uns einen Cent, nicht mal der Vorstand. Durch die Tätigkeit bei den German Monkeys. Aber wie gesagt, das Geld kommt halt hauptsächlich aus Sponsoren. Und je größer League of Legends wird, beziehungsweise der E-Sport in Deutschland, desto weiter nach unten wandert ja auch das Geld. Irgendwann ist Div 2 einfach, das sind ja nur die 10 Teams, die sind dann einfach voll mit Sponsoren und so weiter. Und dann wandern halt kleinere Sponsoren nach unten. Div 3, Div 4, wir haben auch ein paar. Und somit kommt halt auch das Geld da rein. Und mal viele Orks schmeißen halt einfach mit Geld um sich nicht um die Teams zu kümmern zu müssen. Meiner Ansicht nach so. Ja, wir geben dir jetzt 80 € dafür. Ist uns eigentlich auch scheißegal, was ihr macht. Und ja, das habe ich jetzt leider schon öfters mitbekommen, dass das so funktioniert. Aber Entschuldigung. die Bezahlung an sich, das ist, glaube ich, jedem überlassen. Ich meine, manche Spieler haben es vielleicht verdient, Leistungstechnik. Manche haben es marketingtechnisch verdient. Auch in Div 3, Div 4 gibt es Spieler, die Twitter, Instagram aktiv sind und da vielleicht auch Leute erreichen können. So, das darf man ja nicht vergessen, dass das häufig ein Fakt ist, der da mit reinspielt und ja. Aber trotzdem finde ich es manchmal ein bisschen gesponnen, ja. Übrigens, Als kleiner Fun Sport. Fact, gerade wenn wir von Leuten reden, die dann auch eine Twitter-Reichweite und was sie alles haben. Ich kann euch sagen, als Organisation einzelnen Spielern auf Twitter zu folgen, ist immer relativ anstrengend, gerade wenn ihr Empfehlungen oder gelikte, gefolgte Sachen von den Spielern auch in eurer Timeline seht. Da kommt teilweise sehr, sehr wilder und weirder Shit um die Ecke, den man als Organisation dann eigentlich nicht so sehr sehen möchte. Aber gut, er ist in der Timeline, da drückst du halt weg und so weiter. Also manche Spieler sind doch schon sehr, sehr crazy, was die so auf Twitter unterwegs sind. Aber gut, andere Geschichte. Wie steht ihr denn grundsätzlich dann dazu? Also, wie gesagt, gerade höhere Ligen gibt es dann Gehalt. Ihr habt ja, wie gesagt, auch gesagt, für die einen mal mehr, für die anderen mal weniger und so weiter. Wie steht ihr denn grundsätzlich zu Unternehmen, die dann ein eigenes Team aufbauen? Also gerade jetzt in letzter Zeit ja besonders hoch im Rennen sind irgendwie die Hungry Knights von Kaufland, DKB Diamonds und so weiter und so fort. Das sind ja Teams, die haben de facto Div 4, Div 5 gestartet, haben da irgendwie mal einen Spot ertauscht. Ich muss ja hier gerade, wenn wir bei der Primary Administration sind, müssen wir sagen, von getauscht. Es darf ja kein Platz gekauft werden oder verkauft werden. Aber wie steht ihr zu sowas? Findet ihr es da dann gut, dass dann das Teams sind, die in Div 5 sind? Da gibt es ja tatsächlich auch Spieler, die sagen, oh, da ist ein großes Unternehmen, da gehe ich jetzt schnell hin, weil da kriege ich Geld. Wir machen den Run irgendwie durch bis Div 3, Div 2 und dann spielen wir da.
So, heißt ihr sowas gut? Sagt ihr, boah, das macht eher eine Problematik? Vielleicht auch für dich liegt das aus Ligasicht. Ist das in irgendeiner Form interessant, relevant, problematisch? Wie ist so euer Stand dazu? Jan, fang gerne an, dann kann ich ja noch ein bisschen Standpunkt auch aus Ligasicht vielleicht noch oben drauf packen. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. So, wie gesagt, das alles ist viel Marketing. Das ist also für viele Firmen ist es auch einfach nur ein Marketing-Tool, um an Leute ranzubekommen. Die Zielgruppe vom E-Sport ist einfach Hammer für Unternehmen. So, es ist einfach mega für ein Unternehmen, da Geld rein zu investieren, um die Leute zu erreichen. Und das ist nichts anderes, ist ja das Ziel hinter solchen Aktionen, sich ein Team zu holen, D5, D4 und sich dann hochzuspielen, weil es einfach auch, sag mal, leichter ist, ein D4 oder ein D5-Spot zu bekommen, als jetzt ein D3-Spot. Und so, somit finde ich das eigentlich auch ganz cool, wenn solche Namen in Liga kommen. Weil ich glaube, die Hungry Knights sagt vielen Leuten was, selbst Leuten, die nichts mit League of Legends oder der Prime League am Hut haben. Das ist ähnliches Prinzip mit NNO. NNO ist für die Liga so extrem wichtig, allein von Zuschauerschaft und Leuten, die da reingezogen werden. Und ich glaube, sowas funktioniert auch dann mit Unternehmen, die in niederen Ligen sich da rein tauschen, kaufen, um sich dann nach oben zu spielen. So, ich sehe da viele Vorteile. Also dem schließe ich mich auch komplett an, zumal das auch einfach Finanzierungs- und seriositätsmäßig eine ordentliche Spritze in die E-Sport-Szene bietet. Was ich aber auf jeden Fall nicht unterschreibe, ist, dass die sich eingetauscht oder eingekauft haben, jetzt vor allem DKB Diamonds und VfL Hungry Knights. Die haben nämlich beide durch die Kalibrierungsphase ihren Spot in D5 bekommen, wo wir auch zu einer kleinen Problematik bei sowas kommen, aus Ligasicht jetzt. Wenn sich ein Unternehmen zum Beispiel Geld in die Hand nimmt und super gute Spieler braucht, dann sind das Spieler oder dann ist dieses Team auf Div 2, Div 3, Div 4 Niveau irgendwo. Aber es muss trotzdem ganz normal starten und dadurch verzerrt sich so ein bisschen der Wettbewerb weiter unten. Das ist ein Problem, das die Kalibrierungsphase bietet, weil man nun mal maximal in Div 5 momentan einsteigen kann. Da sind wir auch immer wieder am gucken, ob wir da vielleicht andere Möglichkeiten bieten, wenn es denn wirklich so offensichtlich zu stark ist. Gleichzeitig hat es sich aber auch schon bewiesen, denn bei V9 sind alle davon ausgegangen, zum Beispiel, die können mit NNO in Div 2 konkurrieren. Trotzdem schafft es V9 nicht aus Division 3 raus. Dementsprechend bewährt sich gleichzeitig auch dieses System des nach oben Spielens, weil man sich dann genau da einordnet, wo man zu sein hat. Und die DKB Diamonds haben, glaube ich, jetzt zum Beispiel den Aufstieg in Division 3 auch nicht geschafft. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich glaube, sie haben es nicht geschafft. Und Hungry Knights ist ja noch eine Division weiter unten, weil die sich den Split später gegründet haben, wenn ich gerade nicht falsch bin. Aber Ich beide Teams korrigiere verfolgen sich kurz. zum Beispiel ganz gut. DKB hat es geschafft. DKB ist Div 3. Oh, danke. Kurz nachgeguckt. Einmal. Wusste das auch nicht. Beide Teams verfolge ich zum Beispiel nicht so stark. DKB Diamonds ist ja durch die eSports Player Foundation, durch deren Talent Camp entstanden. Das habe ich deswegen damals verfolgt, weil ich mich darauf auch beworben hatte. Aber ansonsten sind es halt einfach Teams mit starken Spielern. Aber da gibt es auch ganz andere. Sei es jetzt die Orgas, die schon in Division 3 sind, aber eben auch teilweise Division 4, 2 und 1, die sehr starke Teams bieten und man kann nicht jedes verfolgen. Dafür hat man die Zeit nicht. Aber habt ihr das Gefühl, also gerade wenn ihr sagt, das ist ja eine sehr hohe Marketing-Ebene, da gehe ich ja auch mit, habt ihr das Gefühl, es gibt tatsächlich jetzt Leute, die sagen, oh, da sind die Hungry Knights, Kaufland, das ist jetzt mein Laden, da gehe ich jetzt immer hin. Oder aber DKB Diamonds, boah, die Jungs sind so cool, ich hole mir jetzt einen Kredit bei denen oder sowas. Oder geht es tatsächlich einfach für solche Unternehmen dann wirklich darum zu sagen, guck mal, das haben wir auch, wir können es einfach zeigen und dann ist der Name quasi wenigstens schon mal im Gehirn. Wie machst du fest, wo du zum Beispiel einkaufen bist, welche Produkte du kaufst, welche Unternehmen du unterstützt? Häufig ist es in unserer Generation so, dass man sehr stark davon beeinflusst wird, wenn ein Unternehmen sich auch jugendnah zeigt. Und da gehört ein E-Sports-Team oder Investitionen in die Gaming-Branche sehr stark dazu, weil das nun mal vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene ein sehr weit verbreitetes Hobby ist, das teilweise auch ganze Leben ausmacht. Und dadurch ist es, finde ich, schon ein sehr kluger Schachzug, weil das eben doch zeigt, okay, wir sind
ein Unternehmen, das sich auch für Jugendliche öffnet. Das ist auch nicht nur, was den Konsum angeht, von Vorteil. Ich kenne tatsächlich zwei Leute, die haben sich bei Kaufland beworben, weil sie in den Einzelhandel gehen wollten und sich dachten, dieses Unternehmen scheint ja aufgrund von Kaufland Hungry Nights tatsächlich in der Lage zu sein, mit Jugendlichen umzugehen. Ja, okay, fair. Dann, wie ist so deine Meinung dazu? Hast du schon einen Kredit bei der DKB deswegen abgeschlossen? Nee, habe ich nicht. Brauche ich zum Glück auch nicht. Aber das spielt ja auch alles wieder mit dem zusammen, welche Leute gucken das eigentlich? Welche Leute schauen Prime League? Und das sind junge Erwachsene, häufig gebildete Leute mit einem Abitur oder später dann mit einem Studium. Das ist ja statistisch einfach so vorgelegt, dass es viele Abiturienten und Studenten sind, die E-Sport an sich verfolgen. Okay. Und dann ist es natürlich perfekt für eine Bank, jemand anzusprechen, der in Zukunft vielleicht, sag mal, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit viel Geld hat. Das ist das gleiche Prinzip mit BMW, Mercedes, in der LEC. So. Die sprechen Leute an, die in Zukunft wahrscheinlich genug Geld haben, um sich Mercedes zu kaufen und sind dann jahrelang über hinweg in ihrem Gehör drin, wie du sagst. So, man hört es dann hier, man hört es mal da, man sieht es dann im Livestream und so weiter und du bist dann immer, ja, guck mal hier, Mercedes, da Mercedes, was weiß ich. Und dann, wenn du mal dahin kommst, dass du ein Auto kaufst, bist du natürlich eher dabei, dir jetzt ein Mercedes zu kaufen. Und so ähnlich funktioniert es dann auch bei Banken oder Krankenkassen. Wir haben zum Beispiel die Barmer bei uns jetzt als Partner bei Engines, die ein ähnliches Ziel versucht. So, junge Leute brauchen irgendwann, sobald sie bei der Eltern- oder Familienkrankenkasse raus sind, eine eigene. Und wenn sich dann schon die Verbindung gibt, ja, okay, ich kenne die jetzt aus der Prime League oder ich kenne die jetzt aus meinem Engine Stuttgart Event, wo wir uns treffen und die dann da sind und was erzählen oder sowas, dann ist es häufig naheliegend, sich dafür auch zu entscheiden in der Zukunft. Ja, das stimmt natürlich. Man kann natürlich jetzt als Detektiv kann man natürlich auch sagen, okay, für den Mercedes holt man sich einen Kredit bei der DKB und dann hat man nicht mehr so viel Geld und deswegen kann man günstig bei Kaufland einkaufen gehen und dann hat man natürlich den Teufelskreis des Marketings natürlich da irgendwo entdeckt. Das einfach durchschaut, glaube ich. So, ansonsten nochmal ein Duplo dazwischen, da kann man auch immer machen. Nein, aber ich bin da tatsächlich auch eurer Meinung. Also, es kann natürlich, also gerade auch der Punkt, dass man dann natürlich von außerhalb übers Gaming dann an Ausbildungsplätze, Studiumsplätze, was auch immer dann da irgendwie Interesse dran hat, dass dann einfach das allgemeine Gefühl des Unternehmens moderner und auch einfach attraktiver wirkt. Da gebe ich euch definitiv recht. Grundsätzlich würdet ihr denn sagen, oder jetzt gehen wir mal quasi als Empfehlungssprech raus. Würdet ihr denn sagen, ihr würdet es mehr Unternehmen empfehlen, eben solche E-Sport-Teams zu gründen? Muss ja jetzt nicht League of Legends Prime League sein, auch wenn das vielleicht Niklas Team entgegenkommen würde. So, aber findet ihr es quasi hilfreich oder effektiv für Unternehmen, ja, E-Sport-Teams zu gründen? Ja, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Jan hat gerade auch einen Punkt angesprochen, den ich so jetzt gerade spontan gar nicht auf dem Schirm hatte, der aber relativ wichtig ist. Um beim Beispiel Krankenkassen zu bleiben, ich kenne die Barmer, weil ich schon ewig bei der Barmer bin. Und ich kenne AOK und Allianz durch Werbung. Mehr kenne ich gar nicht. Wenn man also schon früh dafür sorgt, dass der Name im Umlauf ist, dann kann es gut sein, dass Leute alleine schon zu einem kommen, weil es das Einzige ist, was man kennt. Also, das hatte ich gerade spontan gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist tatsächlich was, was mich auch relativ häufig beeinflusst, weil ich nun mal viele Unternehmen in vor allem Branchen, die nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun haben, gar nicht erst kenne. Und genau diesen Unternehmen würde ich dann auch wirklich empfehlen, wenn sie aber auch das Geld haben, um dieses Team länger zu unterhalten. Denn wenn man nach 2 Jahren wieder verschwindet, bringt es einem auch nichts. Das ist was, was man ein Stück länger aufbauen muss und vor allem in höheren Ligen, spielunabhängig, ob das jetzt in League of Legends ist oder in Counter-Strike, kostet einen das schon einiges an Geld. Sei es der Coaching-Staff, der dahinter ist, die Content-Creation, alles Mögliche. Daran sind ja auch schon einige Organisationen gescheitert. Misfits verlässt die LEC, Astralis ist am Überlegen, Schalke 04 ist raus aus der LEC, weil das Investment mal nicht das zurückgibt, was sie wollten. Da muss man wirklich überlegen, ob man dieses Investment leisten kann, ob man vielleicht eher weiter unten einsteigt. Wir haben jetzt in Europa zum Beispiel durch die ERLs ein ziemlich gutes Ökosystem für sowas. In anderen Spielen gibt es ähnliche Sachen, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Aber da muss man halt für sich auch einfach prüfen,
Was für einen Nutzen verspreche ich mir davon und kann ich diesen Nutzen so erreichen, dass es auch die Kosten deckt? Wirtschaftliches Denken halt. Gerade vielleicht Punkt Wirtschaftlichkeit. Du sagst es ja auch längerfristig irgendwie da investieren und ähnliches. Ich kann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen reden. Ich kenne einen Bekannten, der hat tatsächlich im Finanzteil von einem sehr großen Unternehmen gearbeitet. Ich glaube, ist da sogar immer noch und die hatten auch ein großes Team. Und der meinte, das ist also wirtschaftlich ist daran gar nichts, das ist extremst viel Rot und durch die Jahre hinweg auch echt schwierig. Aber der Geschäftsführer ist großer E-Sports-Fan und deswegen müssen sie das Team haben, also in dem Sinne. Meint ihr nicht auch, dass da eine gewisser Weise, ja, also natürlich kann man da einen Wirtschaftlichkeitsfaktor drin sehen, aber eben auch vielleicht viele Unternehmen schnell abgeschreckt werden, weil dann eben die Geschäftsführer vielleicht nicht ganz so viel Idee vom E-Sports haben, dann kommt die Marketingabteilung oder ähnliches und sagt dann, ey, pass mal auf, E-Sports hier ganz groß, können wir nur junge Leute irgendwie anregen und ähnliches. Und die Geschäftsführung guckt auf die Zahlen und sagt, Leute, innerhalb der ersten 4, 5 Jahre, da ist das, also dunkelrot, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So, aber weiter in die Zukunft wird beispielsweise vielleicht gar nicht geguckt. Denkt ihr, dass das auch viele Unternehmen zurückhält, vielleicht in E-Sports zu investieren? Oder sagt ihr, nee, eigentlich ist das kein Problem, aber die Unternehmen sind einfach, die sind nicht hip genug, um mit den modernen E-Sportlern dabei zu sein. Ich würde nicht mal sagen, hip genug. Ich meinte ja gerade schon im Chat, weil ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt hatte, dass man auch ein Stück weit die eigenen Prioritäten wirklich bedenken muss. Und wenn man diesen Schritt gehen möchte, um eben als Priorität zum Beispiel junge Leute anzusprechen aus Marketingzwecken, sich vielleicht auch in einem anderen Unternehmensbild darzustellen oder ähnliches, dann ist das was, was mit Geld nicht mal wirklich aufzuwiegen ist. Da muss man einfach gucken, wie viel bin ich bereit dafür zu leisten. Und das ist eben genau das, was ich Unternehmen auch empfehlen würde, darüber nachzudenken und es nicht direkt abzutun, nur weil es vielleicht erstmal Minuszahlen oder lange Minuszahlen gibt. Kleinere Unternehmen werden das aber häufig gar nicht erst leisten können. Aber eine Überlegung ist das immer wert. Man muss ja auch nicht direkt nach der ersten Idee aufhören. Es gibt verschiedene Spiele, es gibt verschiedene Ökosysteme. Ob man jetzt die Professional Esports Leagues in LoL nimmt, also die, für die man sich für die Worlds qualifizieren kann, verschiedene ERLs, Academy-Ligen, aber auf anderen Kontinenten. Da kann man sich relativ breit aufstellen und umgucken und die erste Idee ist meistens auch nicht mal die beste. Jan, wie stehst du dazu? Ich kann das auch nur empfehlen. Ich meine, selbst große LEC-Teams wie Fnatic, also sag mal, nur die League of Legends-Branche, die macht ja auch Minus so. Die haben nicht genug Einnahmen, um das zu stemmen, was sie ausgeben. Aber da kommt ja so viel drum rum. Und das ist ja das, was sie dann sozusagen verkaufen. Und so funktioniert es ja bei anderen Firmen ja meistens auch. Das ist ja, sie setzen ja das Geld nur ein, um Leute aufmerksam auf sich zu machen, so. Die werden damit kaum einen Gewinn machen, mit einem Div-3-Team, mit einem Div-4-Team. Man hat ja keine Einnahmen. Vor allem, wenn das von großen Organisationen selber gestellt wird, das Team, dann haben die auch keine Sponsoren, die damit reingehen, weil, naja, Hungry Knights, Knoppers oder sowas, vielleicht noch, aber Hungry Knights Edeka sehe ich da jetzt nicht so als Verbindung. Wenn das Kaufland-Team noch andere Sponsoren mit reinnimmt, was ja auch häufig nicht der Fall ist. Deshalb ist es ja wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur ein Marketing-Tool. Das ist ja wie eine Marketing-Kampagne. Ich setze Geld rein, um Leute ranzuholen oder zu erreichen. Und so benutzen die ja dieses Team oder dieses Engagement. Okay. Und Alright. aktuell funktioniert das. Aktuell, das stimmt, aktuell funktioniert das. Dann vielleicht nochmal, Niklas, so ein bisschen auch auf die Liga selbst gesehen. Würdet ihr denn sagen, dass die Prime League grundsätzlich durch die ganzen Sponsoren und sowas definitiv gut dasteht, auch nach außen hin getragen wird durch die? Oder aber vielleicht aus deiner Position aus sagst, dass die Sponsoren bei euch definitiv einen Mehrwert davon haben, dass sie bei euch sind? So ein bisschen, weißt du, jetzt so ein bisschen Marketing-Talk, damit du vielleicht über uns jetzt den nächsten großen Sponsor ranholen kannst. Das ist relativ problematisch, weil das Sachen sind, über die ich auch gar nichts erzählt kriege und gar nichts erfahre. Ich weiß nicht, welches Geld, welche Dienstleistungen über welchen Sponsoren fließen und was sie dafür zurückkriegen. Natürlich mit Ausnahme der Banner auf unserer Webseite und zum Beispiel dem Duplo Dragon Highlight und ähnlichem. Aber ich vermute schon, dass sie wirklich dadurch auch ihren Nutzen ziehen. Denn
Prime League Div 1 hatte jetzt, glaube ich, 60.000 Peak bisher im Regular Split an Zuschauern, Div 2 55.000, glaube ich. Das ist erstmal eine enorme Menge an Leuten, die man damit erreicht. Natürlich wird nicht jeder sich deswegen dem nächsten Duplo kaufen, aber es ist ein langsamer Prozess, so wie es, ja, man muss es eigentlich so nennen, wie es ist. Solche Marketingkampagnen sind nichts anderes als Manipulation, wie es Werbung immer ist. Und genau das ist ja ein langsamer Prozess. Und ja, ich denke, da haben sie auch wirklich ihren Mehrwert davon. Wir haben ihn wiederum auch, denn gucken wir uns zum Beispiel die eSports Player Foundation an, die durch das Engagement von DKB überhaupt erst so ihre League of Legends Sparte aufbauen konnte. Dadurch können junge Spieler gefördert werden, vielleicht auch von der Liga abgesehen, kann man damit eben einfach die Szene wirklich unterstützen. Und wenn die Szene wächst, wenn das Interesse in die Szene wächst, dann wächst wiederum auch das Interesse in die Prime League. Also das ist ein ewiger Kreislauf mit vielem, was daran beteiligt ist. Ja, mir wurde gerade schon gesagt, Ökosystem wäre mein neues Lieblingswort, aber hier passt es auch wieder perfekt dazu. Gut, gerade dann bezogen auf so ein bisschen Reichweite machen und ähnliches. Also, ich glaube, Prime League bestes Beispiel. Ihr habt jetzt ja euer Finale dann ja auch. In Berlin ist es richtig, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ich bin nicht persönlich da. Würdet ihr denn sagen, oder vielleicht aus deiner Position heraus, egal wie groß du jetzt eingebunden bist und dann auch vielleicht für Jan, ist das eine gute Entwicklung, wo du sagst, okay, dieses Jahr dann vielleicht hoffentlich nicht nur das Finale, sondern auch vielleicht die kompletten Playoffs oder ähnliches, oder aber ich habe ja auch gesehen, Prime League hat jetzt ein fantastisches Stickerheft, ich glaube von der ersten Liga ist es, was jetzt ja sogar als Print draußen ist. Wie steht ihr zu solchen Gimmicks, aber auch Interaktionen, dann ja wirklich die Leute auch von außen, die halt spielen, aber auch nur zugucken, mit einzuziehen? Denn es ist ja jetzt dann quasi nicht mehr nur einfach, ich sitze zu Hause, guck's auf Twitch, wie meine Lieblingsteams spielen, sondern es ist jetzt tatsächlich auch ein, ich hoffe, dass sie ins Live-Finale kommen, damit ich sie live sehen kann. Ich hoffe, dass ich hier in meinem Stickerheft mein Team voll habe und so weiter. Findet ihr, das ist eine gute Entwicklung oder sagt ihr, das ist vielleicht auch ein bisschen too much dafür, dass es halt eigentlich nur so eine Liga ist, wo eigentlich jeder Hans und Franz rein kann, wenn er möchte? Ich finde, es ist eine sehr gute Entwicklung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal auf das Thema Offline-Finale und ähnliches beziehen. Früher bei der Premier Tour gab es das auch schon. Es hat Zuschauer angelockt. Es gab auch in der Arena Berlin direkt, also wenn wir jetzt die Location auch wieder nehmen, gab es The Main und The Main 2. League of Legends Events, die zwar auf einem ganz anderen Scale stattgefunden haben, weil es um die Weltmeisterschaft ging, aber auch da, es hat Interaktionen gefördert. Wenn man sich andere Aktion anguckt, zum Beispiel beim LCS-Finale letztes Jahr Summer, glaube ich, war das, gab es sogar eine eigene Cosplay-Convention für League of Legends angeschlossen. Also es bringt viel. Ob das jetzt der Prime League viel bringt, das ist das erste Offline-Finale, das kann man noch nicht abschätzen. Allerdings sind zum Beispiel die VIP-Tickets innerhalb von 3 Tagen oder so fast ausverkauft gewesen. Dementsprechend, ich vermute, dass es wirklich was bringt. Es bringt auch die Szene ein bisschen zusammen, weil man eben nicht mehr nur noch zu Hause vorm PC sitzt, was ja jetzt durch Corona noch mal ein bisschen mehr gefördert wurde, sondern auch andere gleichgesinnte Leute trifft. Es können Kontakte geknüpft werden. Dazu kommt, wir als Online-Community sind auch in der Lage, Online-Kontakte weiterzupflegen. Das heißt, es ist nicht mal so schlimm, wenn derjenige aus dem anderen Eck von Deutschland kommt. Okay. Jan, hast du dein Ich Stickerheft finde, schon voll? nee, ich habe noch kein Stickerheft, aber ich hätte gerne eins vielleicht. Ja. Ich bin extrem großer Fan davon, weil was Leute mit Teams verbindet, was Leute mit dem Spiel verbindet und liegen, das sind Emotionen. Und um Emotionen zu steuern, während du zu Hause bist, ist schwer. Ich finde, die LEC, wenn man das als Beispiel nimmt, der Broadcast macht einen extrem guten Job. Leute auch zu Hause ein bisschen ranzubinden mit Storylines, irgendwelchen, den Liedern. Ich finde, die Lieder, die die machen, ist ein super System dafür. Aber gerade für sowas wie die Prime League ist es einfach extrem wichtig, Emotionen zu wecken. Und wo geht es besser, wie wenn du wirklich bei einem Event bist? Ihr wart alle bestimmt schon mal auf einem Konzert oder ähnlichem. Man denkt da immer zurück und man kriegt immer ein bestimmtes Gefühl oder eine Erinnerung dazu. Und so bindet man die Leute an, die Teams, die dort sind. Zum Beispiel, ich war in Stuttgart am ESL-Winterfinale 2017 oder sowas, irgendwie sowas. Und ich habe da No Way getroffen. Und er war einfach der coolste Mensch überhaupt. Und seitdem bin ich No Way-Fan. Ich habe Tolkien getroffen und ich war so, Alter, Tolkien ist so cool. Und
So funktioniert es mit Spielern, Teams und der Liga. Man verbindet sich damit, weil man die Leute vielleicht ein bisschen kennenlernt. Das ist noch alles sehr nahbar. Aber auch die ganze Liga kann, glaube ich, daraus profitieren. Profitieren? Nee. Profit schlagen. Wenn man, wenn die Emotionen geweckt werden. Und dafür ist so ein Offline-Event einfach viel, viel besser geeignet, weil du kannst alles steuern. Du kannst die Gerüche steuern, du kannst das, was du siehst, steuern. Du kannst einfach alles steuern, um das zu einem guten Event machen und die Person glücklich nach Hause zu schicken. Und wenn die Leute sich da schön daran erinnern, bleiben sie auch länger, keine Ahnung, bei dem Team, bei einem Spieler, bei einem Spiel, bei einer Liga und so weiter. Und sowas ist extrem wichtig. Und ich fand es jetzt auch schade, dass die Prime League in ihren Startlöchern während Corona das nicht machen konnte. Weil sowas ist einfach auch wichtig, meiner Meinung nach. Valorant hat unfassbar viele Offline-Turniere auch in manchen Ligen. Mein Kumpel, der war jetzt der letzten paar Mal unterwegs und so. Und sowas ist einfach wichtig. Und für eine Org wie jetzt Engine Stuttgart oder German Monkeys oder Maniac, da Leute kennenzulernen von irgendeiner anderen Org, und dann kriegst du da mal ein bisschen Wissen, dann kriegst du hier mal was, vielleicht auch einen Sponsor mal zu treffen, der sich dann dafür interessiert und so weiter. Das ist einfach nur vorteilhaft. Ich bin extrem gehypt darauf, um das mal ein bisschen zu unterstreichen. Ich werde ein bisschen auch auf Sponsoren fangen, mit an der Gamescom teilnehmen, auch mit einem Kollegen der German Monkeys. Andere aus dem Management sind dann auch bei der Gamescom. Ich sehe die dann zum ersten Mal. Ich arbeite seit über einem Jahr mit denen zusammen. Seit einem halben Jahr bin ich deren Teamleiter teilweise. Und ich sehe die zum ersten Mal nächste Woche. Ich bin verdammt gehypt darauf. Einfach weil es nochmal ein ganz anderes Level von Interaktion miteinander ist. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich auch immer, tatsächlich aus meinem Gedanken heraus frage ich mich immer, wie gut funktioniert so ein Sponsoren-Hunting und sowas, gerade auf Gamescom, Prime League, also beim Finale dann und sowas. Weil da ist immer die Frage, okay, sind die jetzt wirklich daran interessiert, wenn da jetzt, also klar, German Monkeys ist jetzt nicht klein, das soll gar nicht runtergeredet sein oder ähnliches. Auch wenn wir da jetzt ankommen, sage ich halt, ey, hallo, guten Tag, wir haben hier sechs Teams, ja, der fünf. Ja gut. So, aber hast du das Gefühl, da kann man wirklich tatsächlich was rausholen? Ich rede jetzt ja natürlich nicht von Tausenderbereichen und Nein. maximalen Zahlen, aber einfach eine Das kleine Zusammenarbeit. alleine wird, denke ich mal, nichts bringen. Aber wir haben jetzt schon, als wir das Thema Unternehmen im E-Sport hatten, hatten wir schon das Thema einfach mal den Namen ins Rennen bringen. Und wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel, deren Vertreter sehen bei der Gamescom, hey, da sind zwei junge Männer mit ordentlichem Auftreten, die gehören zu einem Verein, haben den ordentlich dargestellt, leiten wir mal an unsere Geschäftsführung weiter, da haben die unseren Namen schon mal gehört. Und ein halbes Jahr später gibt es dann vielleicht eine Anfrage von uns. Den Namen haben wir ja schon mal gehört und haben ihn in guten Erinnerungen. Ja, ich denke mal, es wird eher darauf hinauslaufen, dass wir im Prinzip einfach ein seriöses Auftreten zeigen und ein bisschen Werbung für uns machen. Tatsächliche Sponsoring-Verträge und so weiter wird es dann hinter den Kulissen hoffentlich geben. Ist noch abzuwarten. Ich kann da auch schon was dazu sagen. Ich wollte eigentlich auch zur Gamescom dieses Jahr, gerade aus gleichem Ding, wegen Engines, einfach Leute zu repräsentieren, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Aber ich weiß, dass von Engines, dass da zum Beispiel dann auf irgendeiner Business Party hat sich dann einer von Engines und einer von Recaro getroffen und die haben dann die Stühle gestellt für eins unserer Events oder sowas. Und das ist dann wirklich über die Gamescom entstanden, weil die sich da getroffen haben oder einen Termin gemacht haben, wie auch immer. Und die dann darüber ins Gespräch kamen und darüber kam dann für eins unserer Events, unsere Messe-Events, dann auch eine Partnerschaft sozusagen dafür raus. Und so funktioniert es bei der Gamescom eigentlich recht gut, ja. Gerade auch für kleinere Leute. Kann es in kleinen Schritten funktionieren, und wenn dann vielleicht das zweite oder dritte Event gesponsert wurde, dann kann man sich vielleicht überlegen, hey, habt ihr Lust, uns komplett als Community zu sponsern? Und so kann das sich dann wirklich aufbauen. Ich meine, es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Geschäftsbeziehung, wie sie auch zwischen Unternehmen besteht. Und auch das sind ja Dinge, die mit der Zeit wachsen, wenn man wirklich sieht, okay, es ist ein beiderseitiger Nutzen. Und da kann man, denke ich mal, wirklich gute Startlöcher für bereitstellen. Networking. Networking. Networking at Beste its finest. Networking sozusagen. Ja, Bietet sich, glaube ich, das. der E-Sport aber auch extremst gut an für, gerade durch die Online-Präsenz und wirklich, also wir merken das ja selber, jedes Wochenende haben wir ein Spiel gegen jemand anderen. Mit sechs Teams haben wir theoretisch sechs Spiele pro Wochenende gegen jemand anderen. Und da lernt man sich natürlich schnell kennen.
Und Gamescom-Tickets 50% runtergesetzt momentan. Das heißt also Networking für andere Organisationen. Gib Gas. Ja, hätte ich das mal vor einer Woche gewusst. Ja. Hast War überlegen. du die 14 Tage Geld-Zurück-Garantie? Irgendwie, dass du zurückgeben darfst? Das mit einer Woche war jetzt ein bisschen übertrieben. Ich Achso. habe die Tickets schon länger. Ah, okay. Unlucky. Außerdem auch Fachbesuchertickets. Also ich bin auch Mittwoch am Fachbesuchertag schon da. Die Ah sind ja ja. momentan nicht runtergesetzt, da geht es um die anderen. Und die Fachbesuchertickets sind auch ein bisschen teurer. Also für 3 Tage 108 Euro. Das war mein Grund, mich dagegen zu entscheiden. Ihr hört raus, Mit bei Jam und Unterkunft Monkeys laufen doch ein paar Gelder, dass er da hin kann. Wir sind uns sogar. ganz sicher. Mir wurde gesagt, ich könnte nachfragen, ob man da was machen könnte. Aber habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil ich die Zeit nicht für hatte. Es ist aus dem eigenen Portemonnaie. Ich bin bereit, das Geld für diesen Verein zu investieren. Das ist genau das, was ich meinte. Ich liebe diesen Verein und wenn Leute sowas machen, merkt man eben auch, dass sie bereit sind, den Verein als solches zu unterstützen und nicht nur sich ein kleines Gimmick dadurch zu kaufen. Ja, das stimmt, das ist auch immer sehr schön und wichtig. Und ich finde es das auch, dass, also man kann als Management so viel machen für die Organisation, wie man möchte. Man kann hier arbeiten, da neue Leute, da wieder neue Teams und so weiter. Am Ende des Tages lebt und fällt die Organisation aber von den Leuten, die da drin sind und diese Organisation halt auch tatsächlich leben. Die sich jedes Wochenende dahinstellen, für die Organisation spielen, die bei den Events tatsächlich dabei sind. Also wie häufig, wir haben es leider noch nicht gemacht, irgendwelche Offline-Events. Aber ich finde, man sieht doch schon Orgas, die Offline-Events machen, die gut aufgebaut sind, gut strukturiert sind, wo wirklich viele Leute da sind. Und Orgas, die Offline-Events machen, die echt ein bisschen Palle sind und wo dann halt auch nur so, weiß ich nicht, 4, 5 Leute kommen, weil die irgendwie gehofft haben oder ähnliches. Und obwohl es gleich große Orgas waren, sondern es kommt wirklich darauf an, wie viel steckt eigentlich jeder an Leidenschaft da rein und wie viel kriegt man dafür halt auch in gewisser Weise zurück. Ich habe mal einen Satz gehört, der mir ziemlich zu denken gebracht hat. Eine Community ohne Management hat vielleicht Probleme, aber kann existieren. Eine Community mit Management, aber ohne Community. Oder ein Verein ohne Vereinsmitglieder, sondern nur mit Management, kann nicht existieren. Und das Ja. ist was, was ich mir auch immer wieder versuche, in den Kopf zu rufen, um halt wirklich auch meine Prioritäten, wenn ich mich dann um die Community kümmere, richtig zu setzen. Denn das sind die Leute, die dafür sorgen, dass ich überhaupt diesen Job, nenne ich es jetzt mal, der mir verdammt viel Spaß macht, machen kann. Dass ich überhaupt meinen Platz in dieser Szene gefunden habe. Dafür bin nicht ich verantwortlich, sondern die Leute, die mir diese Möglichkeit gegeben haben. Denke tatsächlich auch, es ist immer. Also da kommen wir halt auch wieder auf den früheren Punkt zurück mit eingebildetem Management und gerade Leuten, die ihre eigene Orga aufmachen. Man erkennt relativ schnell als Spieler oder auch als Mitglied, ob wirklich das Management den Fokus hat, die Community soll, der soll es gut gehen und die soll toll sein, oder aber jeden Abend schließe ich mich im Badezimmer ein und freue mich ganz, ganz groß, dass ich so eine tolle, große Organisation habe, wo aber eigentlich keiner wirklich dran Spaß hat. Also das macht tatsächlich schon einen extremen Unterschied. Deswegen, also bei uns ist es ja auch ähnlich. Da stehe ich dann auch manchmal vor unserem Chat auf unserem Discord und denke mir, gut, würde ich jetzt persönlich, weiß ich nicht so drüber diskutieren, was auch immer. Aber Hauptsache quasi, es ist der Austausch da, alle sind cool miteinander, können über gewisse Themen auch einfach offen reden und auch ihre Meinungen austauschen. Ist halt viel, viel relevanter, als dass ich jetzt sage, das ist meine Meinung und hier im Chat, alle müssen diese Meinung haben und wer jetzt gerade Nein sagt dazu, der fliegt, weil Hauptsache es ist meine Meinung. So, also da merkt man auch immer schon sehr, sehr viel, was eine gute Community ausmacht. Das war ein bisschen Eigenlob, ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ich als Community-Mitglied kann da nicht. Nein. Maniac gefällt mir super. Sehr schön. Ist wirklich gut. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir Niklas irgendwann abgeworben. Wird schwierig, aber. Kann Genau. man ja noch mal drüber reden. Kommen wir nochmal drüber reden. 500 Euro pro Nein. Tag. Gut. Um den Podcast auch nicht mehr lange zu halten, aber noch so ein bisschen mehr den League-Fokus zu reden. Was heißt League-Fokus? So ein bisschen mehr Ingame auch zu reden. Eigentlich habe ich noch geplant, den perfekten Champion, irgendwie eigene Fähigkeiten und sowas. Das wird ein bisschen zu viel, glaube ich, von der Zeit her. Das wird ein bisschen zu eng. Aber wer braucht auch schon neue Champions, wenn Riot mit ihren 200 Jahren Game Design eh jede Woche gefühlt einen neuen rausballern? Stattdessen lasst uns doch lieber einfach Champions mal rausnehmen. Von daher die Frage, wer würdet ihr sagen, ich weiß nicht, eure Top 3, vielleicht auch nur der eine, wer würdet ihr sagen, ist ein Champ, braucht momentan keiner, ist komplett unnütz,
Also nicht mal Rework oder ähnliches oder weil der gerade zu stark ist, bannen oder ähnliches, sondern wirklich ein Champ, wo man einfach sagt, ey, ganz ehrlich, der, nach dem hat keiner mehr gefragt, einfach raus aus dem Spiel. Ich finde, dass Cho'Gath nicht wirklich einen Platz im Spiel hat. Ich bin selbst unter anderem Cho'Gath Main, aber nahezu jeder Champion hat eine wirklich einzigartige Idee, wo er vielleicht herkommt, wie er mit dem Spiel umgeht, wie er mit Situationen umgeht. Ich meine, ich würde am liebsten sagen, Teemo rauslöschen. Aber diese Idee, die hinter Teemo steckt, ist eine ziemlich gute. Ich finde, das könnte man noch mal ein bisschen reworken, ein bisschen hier und da tweaken. Aber er füllt eine Nische, die kein anderer wirklich füllt. Aber jemand, der in der Frontline stehen kann, ein bisschen Sloan hier, ein bisschen Schaden da, da gibt's viele. Und ja, Cho'Gath mit seiner Ulti bietet nochmal ein ganz anderes Level an Execute und auch Objective Security. Aber ich finde, das ist für einen Tank übertrieben. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Aber würdest du dann sagen, dass das Cho'Gath nicht quasi zu einzigartig genug ist? Ich meine, seine Ult ist Aufessen. So, also ist ja schon in gewisser Weise was Besonderes. Oder geht es dir tatsächlich um das Gesamtpaket, was da einfach nicht stimmig ist? Ja, also ich finde, dass jeder Champion eine gewisse Nische erfüllt, außer Okay. Jan, was ist dein Pick? Cho'Gath. Ich sehe gerade im Chat einfach, also Champions mit Y, Yasuo, Yorick, Yuumi, Yone. Ich weiß nicht, jetzt wo ich so lese, finde ich, stimmt. Ja, bei mir sind da zwei Leute, die raussprechen. Einmal der eigentliche ADC Main. Der hat so seine Probleme mit einer Yuumi. Ich glaube, das ist für viele Leute so. Aber da mitzuspielen, nicht dagegen, da mitzuspielen. Von mir aus könnte der Champ einfach weg sein, sodass ihr niemals. Ich würde am liebsten jedes Game bannen, sodass ihr nie meinen Supporter pickt. Und dann gibt's von mir jetzt noch den Top-Laner, der einfach gegen Yorick spielen muss. Und es tut einfach nur weh. Also aus persönlicher Meinung Ja, müssen die ich weg. stimme dir absolut zu. Dieser Champion ist auch verdammt unberechenbar, aber diese Möglichkeit, die getöteten Minions gegen dich zu benutzen und wirklich nochmal diese Split-Push-Mentalität anders aufzubauen, finde ich, ist dann eben doch wieder eine Nische, die das Spiel braucht. Und die Mega, Frage. gutes Champion-Design, Nee, aber einfach nur ein das könnte ekliges. sein. Ja, Ich aber würde ich es finde einfach ändern. diese, ja, aber ich finde einfach diese, einfach die Idee dahinter auch mit, dass er mit seiner Ulti spawnen kann und so weiter. Aber es ist einfach unmenschlich dagegen zu spielen. Ich könnte einen Satz droppen, der mich schon in so einigen Situationen unbeliebt gemacht hat. Gibt es vielleicht einen weiblichen Top-Laner, gegen den du nicht spielen willst, weil es einfach nur Ace ist? Ich möchte da kurz reinschmeißen, beim letzten internen Spiel, was wir gemacht haben, habe ich Toplane gespielt gegen eine Vayne. Und das Spiel davor hat einer in meinem Team gegen eine Kalista Toplane gespielt. Ja, also bitte, was ist das? So, ja, bitte, Jan, fahr fort. Ich glaube, ich habe den Namen schon gedroppt. Bei mir ist es eigentlich Camille, wenn ich jetzt Camille, Fiora, eigentlich alles. Ja gut, du redest gerade mit jemandem, der hat fast 1,3 Millionen Punkte auf Illaoi. Oh, ja. Aber gegen Illaoi zu spielen ist super einfach, weil die Leute alle doof sind. Und Hast du die halt gerade ohne Niklas E beleidigt? Grenzwert Mach das nicht. mitmachen. Wir kennen ihn noch nicht so lange. Es gibt genug Leute, die nicht in der Lage sind, gegen Illaoi zu spielen, weil sie doof sind. Oh, ich habe 50 AP Ja. und eine Tentakel schlägt, ich drück B. Ja. Es gibt beide Seiten. Das ist das Schöne an dem Champion. Wenn er snowballt, dann ist er einfach unaufhaltbar. Grüße gehen raus an Mert, den ich 1 gegen 1 mit Illaoi tatsächlich einmal gemacht habe gegen die Vayne. Ja? Damit wir das Bescheid wissen. Spaß hatte ich trotzdem nicht. Illaoi gegen Vayne und nass gemacht, Ja, hast du gut gemacht. habe ich auch Aber nur hast einmal gemacht, danach war es ein übelstes Pain-Game, aber ja. einmal habe ich es ja bekommen. Also Vayne ist halt, also keine Ahnung, Vayne Toplane am besten noch mit Ignite. Reden wir mal nicht mehr über Champions, die man aus dem Spiel löschen sollte, sondern Spieler. Ja. Mal Ja. abgesehen davon, dass der Call, dass er doch bitte Vayne picken soll für Toplane, von meinem Co-Management-Kollegen kam gegen mich. Aber ey, kein Problem. Interner Hass im Management ist immer toll. Ja, es gibt halt Aktionen, die zerbrechen so ein Management ganz schnell, ja, also. Ja gut, da haben wir ja tatsächlich einen gewissen Vorteil. Das ist ja auch so ein Ding. Also ich weiß nicht, ob Niklas das vielleicht auch mitbekommen hat mit, wie hießen die Endless Gaming, glaube ich. Die haben ja jetzt auch beendet, standen ja auch nur, ich glaube, 2 Jahre oder sowas da.
Das ist ja auch tatsächlich immer so ein Ding, dass es eine Organisation so ein, zwei, vielleicht mal 3 Jahre gibt und dann gehen aber auch schon wieder viele, ja, den Bach über. Nicht, weil die Organisation an sich schlecht war, sondern vielleicht, weil das Management da sagt, boah, das ist doch mehr Aufwand als gedacht. Ich meine, Endless Beispiel, Holler, glaube ich, hieß ja der Management. Mann, der hat jetzt auch gesagt, so ich löse Endless Gaming auf, gehe aber zu einer anderen Organisation und bleib da im Management, bin aber halt nicht mehr so ganz auf mich gestellt und muss nicht 100% oder 50%, wenn das mit jemand anderem gemacht hat, der kompletten Organisation übernehmen, sondern geht in einen Teilbereich davon. Das ist ja auch immer noch mal so ein bisschen eine Gefahr davon. So. Wir haben auch schon heute ein paar Gründe erwähnt, weshalb bestimmte Organisationen auch Probleme im Management haben. Ich werde da jetzt keine Namen droppen, aber wir haben zwischenzeitlich eine Menge Manager bekommen von einer anderen Orga, weil die dort rausgeekelt wurden, nur weil sie eine andere Meinung hatten, welches Spiel mehr Spaß macht, League oder Dota. Und deswegen werden Leute aus dem Management rausgeekelt. Es gibt eine andere Orga, die grundsätzlich keine Frauen im Management haben möchte. Ich glaube, wenn ich das schon so explizit erwähne, kann man sich die Gründe dafür vorstellen. Sehr sympathische Organisation, auf jeden Fall. Bitte geht da nicht hin, danke. Ja, und das sind einfach Probleme. Wir hatten ja vorhin auch schon erwähnt zum Thema andere Meinungen akzeptieren und gewisse Persönlichkeiten, die leider auch in Managementfunktionen teilweise sind. Nicht, dass nicht jeder seine Persönlichkeit haben dürfte, aber manche Personen haben nun mal Meinungen, die in Führungspositionen eher schlecht für das Unternehmen, den Verein oder wie auch immer sind. Und wenn das dann zu internem Streit führt und man sich dann das Hassen anfängt, können ganze Orgas dran zerbrechen. Das stimmt. Deswegen sagen wir bei uns auch immer, großer Vorteil, Max, der im Co-Management sitzt, und ich, wir sind verwandt. Von daher, wenn das auseinanderbricht, haben wir da ein paar Stufen mehr, die dafür zerbrechen müssen. Aber deswegen, nein. Naja. Früher hat sich auch Dänemark und Deutschland aufs Maul gehauen, obwohl die Geschwister waren, die Könige. So. Naja, zur Zeit History vom Drop. Ersten Weltkrieg gab es doch sowieso nur eine Verwandtschaftssippe. Ja. Na gut, Freunde, ihr müsst doch jetzt nicht hier Foreshadowing beginnen oder sowas. Das muss ja jetzt auch nicht sein. So, also, ne, wir können den Leuten ja noch verkaufen, dass alles grün ist bei uns. So ist nicht. Ja, sehr gut. Um nochmal ein bisschen aufs Thema zurückzukommen. Es wurde jetzt gesagt, einmal von Niklas, dass, jetzt Gott, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Cho'Gath und von Jan auch Yorick und Yumi, das heißt also die beiden Ys. Tatsächlich im Chat, um das vielleicht auch nochmal mit einzubringen, gerade dann irgendwie für Spotify oder ähnliches. Weitere Picks waren noch aus dem Chat Yi, Yasuo, Yone, Nasus habe ich gesehen, Evelyn, Camille. Und dann noch, dass irgendwo ein Danny Front dabei war, der ist so oder so immer dabei, von daher den nehmen wir mit auf. Aber ja, also tatsächlich, ich finde es auch schwierig. Ich habe komischerweise direkt als erstes auch irgendwie an Aurelion Sol gedacht, weil ich mir dachte, boah, der hat ja eine niedrige Pickrate, den braucht eh keiner. Aber dann, als du gesagt hast, Niklas, dass das ja irgendwie Champions Design technisch und sowas eigentlich alles interessant ist, habe ich auch gedacht, ja, Aurelion Sol hat eigentlich ein geiles Prinzip irgendwie, dass er ein bisschen besonderer ist, aber. Ja gut, er ist halt zu schwach insgesamt. Er kriegt ja auch ein Gameplay-Rework, das seine Essenz von diesem kosmischen Drachen erhalten soll, aber eben das Gameplay auf ein Level heben soll, das Spaß macht, das an aktuelle Standards angepasst ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das neue Preseason-Video schon Nee, noch gesehen nicht. hast. Da wird das nochmal ein bisschen mehr erklärt. Aber bei Teemo habe ich zum Beispiel zwischendrin schon mal Ideen gehabt, das ist 1,5 Jahre her oder sowas, wo ich mir mal Gedanken über Fähigkeiten von ihm gemacht habe. Man könnte ja verschiedene Toggles auf die Abilities machen, dass er wirklich mit seinem Blast Roar arbeitet und verschiedene Effekte bietet. Ob es jetzt Gift ist, ob das vielleicht ein kleiner Slow ist, den er für Mana aufbieten kann oder ähnliches. Weil er ist halt dieser Yordle Scout, der ihm auf den Sack geht. Und auch noch potenziell unsichtbar ist, was mit einer der schlimmsten Sachen in ganz Riot oder in League of Legends ist in der Kluft. Deswegen auch, wie gesagt, im Chat Evelynn, Shaco, Unsichtbarkeit, Twitch. Das ist schon sehr ermüdend. Aber gut. Ja, Twitch Yuumi. Unsichtbare Twitch Yuumi, Ja. die da plötzlich in dir stehen. Nein, danke. Ja, Ich das. glaube, ich nehme die Yuumi mit bei mir auf. Ihr habt mich überzeugt. Ich glaube tatsächlich auch jeder, der Langzeit spielt, hat mit Yuumi schon ein starkes Problem. Tatsächlich habe ich mal mitbekommen, wo Leute jemanden neu in League of Legends mit eingebracht haben und die dann einfach gesagt haben, hier, Yuumi Duty, mach mal.
Und tatsächlich hat das der Person dann geholfen, League besser zu verstehen, weil er halt in-game war, aber sein Konzept war halt nicht groß. Der hatte seine eine Q-Fähigkeit, konnte damit grob ein bisschen rumspielen, hat seine E, das ist ein Point, ein Klick, also nicht mal ein Point, ein Klick, er klickt halt nur so, seine W ist ein Point, ein Klick. Und seine Ult, ja gut, muss er mit der Richtung so ein bisschen hinkriegen. So, ansonsten kann er sich komplett drauf fokussieren, selbst wenn er gar nicht mitspielt, dass er einfach auf seinem Mate bleibt. Immer wenn der back geht, geht man halt mit back. Und dahin, wo er geht und denkt, das ist eine gute Situation, kommt man halt mit. So, wenn man dann halt auch stirbt, sind wir ganz ehrlich, ob dein Mate jetzt stirbt und du 30 Jahre League of Legends gespielt hast, du stirbst danach auch, auch wenn du 3 Tage Jumeirah gespielt hast. Du wirst so oder so sterben, du kommst da nicht weg. So, und wer Yuumi mit Flash spielt, Freunde, der trollt. So, und deswegen, also da kann man halt wiederum sagen, das könnte vielleicht so ein Anfänger-Champ sein, wenn man die Leute da einbringt. Andererseits, ein Anfänger-Champ kann halt auch jeder normale spielen, von daher gibt es halt wahrscheinlich auch so Champions wie Garen oder ähnliches, die halt auch Das war nicht die mein besten. Anfänger. Das war dein Anfänger? Ich Ah, war von krass. Anfang an Top Lane, beziehungsweise habe Garen Mid Lane noch viel gespielt. Oh, Weil. da hast du Matt bei uns, der wird sich freuen, wenn er das hört. Naja. Ich habe mir irgendwann Post-it an meinen PC gehangen, von wegen, bitte weniger als 2 Mal pro Minute sterben. Ich war sehr schlecht. Bis ein Kumpel da meinte, als ich meinte, ich brauche einen neuen Champion, probier mal Illaoi. Da war ich noch XP Level 26, als 30 noch Maximum war. Aber Seitdem Illaoi durch und durch. warst du einer der Garens, der auch damals Mana-Pots gekauft hat? Zweimal ist mir das passiert, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Aber damals gab es auch noch Heart of Gold, glaube ich, hieß dieses Item mit der Schildkröte als Bild, was man sich auch nicht nur als Supporter kaufen konnte. Inzwischen kann man es ja nur noch als Supporter kaufen. Ich habe mir das immer gekauft. Ich habe damit 5-mal so viel Gold bekommen wie durch CS. So schlecht war ich. Aber wo wir dabei sind, Jan, was war dein erster Champion, mit dem hast du, also mit wem du League of Legends gelernt hast? Uff, das war 2012, vor 10 Jahren, ja, für mein 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Glückwunsch. Und ich glaube, es war die meiste Zeit Ashe am Anfang. Ich war schon von Anfang an eigentlich ein AD-Carry, ich habe mal hin und her geswappt ein bisschen, aber eigentlich war ich immer ein AD-Carry. Und der alte Pantheon. Die alte Ashe und der alte Pantheon. Beide Oha. super simple Champions. War gut zum Starten, ja. Wobei Pantheon ja dann irgendwann noch ein bisschen weniger simpel wurde, als die Minion-Aggro geändert wurde. Als dann der Point-and-Click-Speer auch Minion-Aggro gezogen hat. Das hat die Lane noch mal ein bisschen komplexer gemacht für Ja, Pantheon-Spieler. war trotzdem super einfach, sind wir ehrlich. Ja. Du hast einen Point-and-Click, Stun, einen Point-and-Click, Q, Point-and-Click. So, Es egal ist was du schade, dass diese Identität von Baker-Pantheon weg ist. Du wirfst den Gegner nicht mehr permanent ein Baguette ins Gesicht und wirfst ihm eine Pizza auf den Kopf. Das geht nicht mehr. machst. Aber ist es nicht sogar so gewesen, dass der damalige Pantheon irgendwie nach 5 Autotags immer seinen Block hatte oder ähnliches? Dass er alles geblockt Ja, hat? ich glaube, so hat es funktioniert. Ja, Es war fantastisches auch nicht Design. so wie die E, von wegen in einer Richtung für eine gewisse Zeit, du hast Naja. wirklich, egal was ist, geblockt. Kommt eine Sejuani-Ult? Nix. Nix passiert. Wobei ich glaube, der Slow von dem Feld kam dann danach. Was man aber Aber sagen wer. muss, theoretisch eine geile Idee, hat natürlich jeden getriggert, weil nicht jeder achtet darauf, dass der jetzt seinen 5. Autotag gesetzt hat. So, aber hat natürlich ein super geiles Outplay-Potenzial gegeben für unter Tower oder für Teamfights, was auch immer. So, aber ja, schwieriges Design, wenn man eine komplette Community nicht komplett durchtriggern möchte. Gut, ja, dann jetzt nochmal ganz schnell als letzten Abschluss, wo wir gerade bei den Champions waren. Euer erster Champion, auf den ihr wirklich gespart habt, also sei es ein 6300er gewesen, auf den ihr dachtet, oder den ihr vielleicht am Anfang gesehen habt und euch dachtet, boah, der ist so geil, den möchte ich mir kaufen, habt ihn dann vielleicht gespielt und der war total trash und ihr habt gar nichts hinbekommen, aber auf wen habt ihr ganz am Anfang so richtig gespart und dachtet euch, das ist der Champ, mit dem werde ich dieses Spiel immer spielen? Sowas gibt es bei mir nicht. Nicht? Tatsächlich, Wow. aber ne, ich habe, wie gesagt, Garen angefangen, immer Garen, dann immer Illaoi. Ich habe mir damals Champions immer gekauft, wenn ich mir Champions kaufen konnte, weil ich alle haben wollte. Habe ich inzwischen logischerweise auch. Aber dann habe ich einen Skin gezogen. Ich war damals sowohl Basketballspieler als auch Feuerwehrmann. Firefighter Tristana. Ich konnte mir direkt Tristana kaufen. Und dann war Dankmaster Dankmaster Darius. Darius. 4800, ich hatte 300. Und damals hat man ja nicht so einfach, sage ich mal, die Währung bekommen wie heute mit Blue Essence. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. BE? Nee, BE ist Blue Essence. Frage, wie hießen damals die? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die Ingame-Währung damals hat man ja zwar nach jedem Spiel bekommen, aber immer nur so 50 oder so. Und der Preis war ja der gleiche, 4800.
Ich habe so darauf gespart, Inf einfach. Influence Genau, Points gerade im Einflusspunkte, Chat. stimmt. Stimmt, RP und IP. Oh, schrecklich, das war auch ein System, ey. Und da wollte ich dann unbedingt wirklich, ich wollte diesen Skin spielen. Aber irgendwie mit dem Champion bin ich bis heute nicht warm geworden. Jan, wie war's bei dir? Ich hatte einen Skin, den ich unbedingt wollte. Das weiß ich auf jeden Fall, war mein Bruder. Ich habe League of Legends angefangen wegen meinem großen Bruder. Und er hat immer diesen Spielzeugsoldaten Gangplank gespielt. Und Okay. deshalb wollte ich immer den Skin haben und Gangplank spielen. Und ein Champion, wo ich weiß, da habe ich mich richtig drauf gefreut, weil das Design mir davor schon im Kopf geschwirrt hat, war Xayah Rakan. Ich fand diese Mechanik, dass du wirklich zu zweit einfach, weil die Botlane wird zu zweit gespielt und dass die zwei dann voneinander profitieren, das fand ich mega geil. Das stimmt, auch eine sehr schöne Spielmechanik tatsächlich. Dem Zeitpunkt hatte ich schon alle Champions, ansonsten würde ich auch Ornn zum Beispiel zählen, den wollte ich auch unbedingt haben, aber da hatte ich halt schon Da genug war man übrig, um schon. mir alles instant zu kaufen. Tatsächlich, bei mir war es als allererstes Nocturne, weil mein Onkel damals hat mich auch ans Spiel gebracht, habe ich angefangen und wir haben Twisted Tree Line gespielt noch. 3 gegen 3 und er hat Nocturne gespielt und er hat so unfassbar viel Damage gemacht. Diese eine Runde, wo ich dachte, boah, der Champ muss so unfassbar stark sein. Insane. Ja, habe ich mir dann geholt, habe nichts hinbekommen. Jetzt bin ich OTP davon geworden. Immerhin. Hat sich irgendwo noch gelohnt. Aber interessant, dass bei euch beiden das so ein bisschen über die Skins dann auch kam, dass ihr da dann euer Interesse gefunden habt. Da sieht man mal wieder, wie relevant Skins doch noch am Ende des Tages sein können fürs Game. Hätte ich auch noch als Thema gehabt, packen wir vielleicht dann im nächsten Podcast, welche Skins die Welt eigentlich dann noch braucht. So, die eben nicht vielleicht zu Star Guardian gehören oder zu irgendeiner Riesengruppe, sondern ein bisschen speziell sind. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt hier schon definitiv ein bisschen Zeit rausgeholt. Von daher erstmal danke an vor allem Niklas, dass er natürlich dann auch von außerhalb noch da dazu kam und hoffentlich auch seinen Spaß gehabt hatte, heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Absolut nicht. Ja, okay, gut. Dann haben wir ja alles geschafft, was wir wollen. Wir haben die nächste Organisation in Bruch gebracht. So soll es weitergehen. Und natürlich auch danke an Jan, dass er natürlich eingesprungen ist und sich so ein bisschen die Zeit Sehr gerne. hier genommen hat. Ich hoffe auch, dass natürlich alle Zuschauer Spaß dran hatten, eben nicht Dannys wunderschönes Gesicht zu sehen, sondern tatsächlich jemanden mit Bart, nicht so wie Danny, der glatt rasiert ist und gar nichts hat, sondern auch ein bisschen was im Gesicht hat. So, Niklas guckt schon ein bisschen komisch, kein Problem, Niklas. Könnte ich mich gleich anschließen, ja, Könntest du Paul? dich auch gleich anschließen? Sogar Ja, mehr noch. man fragt sich immer, ist das so gewollt oder ist es eigentlich nur ein Unfall? Ich kann es euch nicht beantworten. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Der Podcast kommt ein bisschen später raus. Die Leute auf Spotify denken sich jetzt, ja, ich höre ihn doch gerade, was soll das jetzt? Für alle, die jetzt gerade da sind oder auf YouTube gucken, Sonntag ist der Tag, nicht normalerweise Donnerstag, denn wie ihr wisst, Max ist mal wieder im Urlaub, so wie jede Woche und deswegen kommt das erst am Sonntag, wenn er dann wieder aus Barcelona zurück ist. Von daher wünschen wir ihm natürlich einen schönen Urlaub und hoffen, dass er auch irgendwas dann auch mal für die Organisation tut am Wochenende, denn jeder muss ein bisschen arbeiten. Von daher, das letzte Wort gehört Jan und dann nochmal Niklas und ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch eine schöne Restwoche. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und von mir natürlich auch nochmal eine schöne Woche an alle. Ja, dem schließe ich mich nur, den kann ich mich nur anschließen. Es gab ja die kurze Frage, ob jemand Interesse hätte. Und ja, ich hätte nicht gedacht, da ja andere auch, glaube ich, Interesse bekundet haben, dass ich mitmachen darf. Dementsprechend danke, dass ich überhaupt dabei sein durfte und auch ein bisschen was lernen durfte von euch und auch durch die Diskussion wirklich sehr viel für mich mitnehmen konnte. Sehr schön. Ich hoffe, das konnten die anderen auch. Von daher haut rein und bis zum nächsten LTS nächste Woche Mittwoch 17 Uhr.